And God only knows what great things we could manage under such conditions. We're becoming incredibly technologically powerful. And what would it be if we became, what would it be like if we became equally wise? Well, that would really be something. God only knows what we could manage in the next 20 years or the next 100 years, you know? We're running at 40%, most of us, you know, because we're half in and half out. And it's not surprising because life is difficult. It's like, well, what if you were 90% in or 95% in or all in? Because you're all in anyways, right? It's a life and death game. No one gets out of this. Everyone dies. You might as well commit yourself. And you might as well commit yourself to the highest good that you can attain, because why not? It'll imbue your life with meaning. It's hard, the responsibility's there, but all the meaning's in the responsibility, and that'll make your life better. It'll make your family's life better, and it should make your culture better. Maybe make the world better. It's like, that'll justify your damn miserable existence at 3 o'clock in the morning when you're wondering what the hell you're doing here. And that's a good thing, because there's going to be days when you're aching and tired and sore, and there's people in your family that are sick, and you're cynical and bitter, and you need a reason to get up, and you think, yeah, well, a little more heaven and a little less hell, maybe I can pull that off today and tomorrow and next week. And that's worth struggling forward for. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem relativ neuen YouTube-Channel Avid Hacks Deutsch. Und ihr habt es schon gesehen, Hacks ist am Pumpen, sehr, sehr stark am Steigen. Und wir wollen uns heute um die Frage kümmern, wie hoch und wie stark kann Hacks überhaupt steigen? Dafür haben wir uns einige Charts hier vorbereitet, einige Tabs vorbereitet, denn Richard Hart ist auch am Posten seit lange mal wieder, und all das wollen wir heute besprechen. Und bevor es losgeht, schaue ich einmal in den Chat und ich sehe schon so viele Leute hier am Start. Das freut mich natürlich sehr. Baba sagt Moin. Wir haben Steve, die alten Bekannten, das freut mich natürlich sehr. Kevin ist am Start, Litsch und so weiter. Und ich gehe hier einmal durch, damit ich all die Highs einmal abgearbeitet habe. Und dann, wenn ich hier keine weiteren Sachen mehr sehe, gehen wir sofort direkt ins Thema rein. Ja, eine Frage vielleicht zur Einleitung. Hi, glaubst du, der Run gerade ein Bulltrap sein könnte, wie manche sagen? Ja, ja, genau. Viele sagen, das ist ein Bulltrap. Seid vorsichtig, investiert nicht all euer Geld. Und ich glaube, genau diese Sachen werden wir heute erarbeiten in unserem Stream. Ob es wirklich ein Pump ist, der uns zum Mond schießt, oder ob das mit Vorsicht zu genießen ist. Leider habe ich den KSB-Bären heute nicht dabei, denn der würde uns bestimmt sehr gut sagen können, hier, schau mal, das ist meine Linie dort, das ist meine Linie dort, und das können wir jetzt machen. Wir machen das heute ganz, ganz einfach, schauen uns bei TradingView Charts ohne irgendwelche Linien an, nur um euch zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, Krypto-Sparbuch zu schauen, denn in den letzten Wochen haben wir viel, viel darüber geredet, was ich heute in diesem Stream hier mit euch erarbeiten werde. Okay, dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Normalerweise bei Krypto-Sparbuch machen wir die Charts immer zum Schluss, richtig? Aber um meinen Punkt hier zu stärken, wie hoch Hex steigen kann, brauche ich die Charts ganz am Anfang. Also freuen wir uns darauf. Also, wie sieht es hier aus? Bei Bitcoin sieht es sehr, sehr grün aus, auch in den letzten Wochen super gestiegen. Und wie ihr alle wisst, ist Bitcoin, so wie es der Marktleader, richtig? Wo Bitcoin hingeht, dort geht auch Krypto insgesamt hin. Und ich habe schon das eine oder andere Mal die Hexigens sagen gehört, dass Hex dekorreliert ist von Bitcoin, vom Kryptomarkt. Und wir haben dann gesehen, dass es eigentlich nicht so ist, richtig? Bitcoin gibt immer noch den Ton vor, aber wir haben das eine oder andere Mal, dass Hex früher agiert, wenn es zu einem Top kommt zum Beispiel oder wenn es zu einem Bottom kommt. Wir haben, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen darüber gestreamt auf KSB TV, ob jetzt wirklich der Boden drin ist, und genau das gucken wir uns gleich mal an. Also, wie sieht es hier aus bei Bitcoin? Seit Anfang des Jahres kann man sagen, seit dem 5. Januar würde ich sagen, geht das hier los mit dem Bitcoin-Run, und ich glaube, hier kommt die Frage vom Hardy her, ist das alles nur ein
Bulltrap, denn wenn wir auszoomen, dann sieht das Bild schon wieder ganz, ganz anders aus. Da sehen wir, von wie weit oben wir wirklich gefallen sind, auch beim Bitcoin. Hier runtergefallen um 77%. Und wir wissen, Richard Hart hat gesagt, 11K and pray. Und wer weiß, vielleicht tritt das auch noch ein. Wir sind jetzt hier heute bei Bitcoin bei 23.500 ungefähr. Und wir schauen uns jetzt gleich mal an, wie sieht das denn bei Ethereum zum Beispiel aus? Und ihr wisst es natürlich, der Chart sehr, sehr ähnlich. Was Bitcoin macht, das macht auch Ethereum. Das macht der gesamte Kryptomarkt. Und was ich damit einfach verdeutlichen möchte, ist, hier scheint es etwas zu geben, was der Gesamtmarkt erkannt hat. Okay, vielleicht die Interest Rates, richtig, wir haben die FED, die Informationen rausgegeben hat. Wir haben auch den Aktienmarkt, der sich so langsam ein bisschen erholt. Und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich langfristig so haltbar ist oder ob wir vielleicht lower lows sehen, ob vielleicht Krypto reguliert wird, ob vielleicht andere Exchanges runtergehen. All das sind Faktoren, die dann dazu führen können, dass es eben eine Bulltrap ist. Ich glaube nicht unbedingt, dass es passieren muss, aber wie gesagt, Richard Hart hat gesagt, 11K in Pray, da gibt es einige Sachen, die noch abgearbeitet werden müssen, wie zum Beispiel der Grayscale Discount, der immer noch da ist. Und normalerweise sind die Leute im Markt so schlau zu sehen, okay, da gibt es gerade einen Discount bei Grayscale, lass mich den einkaufen, dass, wenn der Preis wieder nach oben geht, ich quasi doppelt so viel oder 30% mehr Gewinne habe, als wenn ich den normalen Bitcoin gekauft hätte. Ethereum hier bei 1677 und lass uns auch mal hier bei TradingView anschauen, wie es bei HEX aussieht. Ich meine, bei HEX, wenn wir jetzt mal zurückgehen, ich muss mal die Werbung hier schließen, wenn wir hier bei HEX zurückgehen, von diesem 20 Cent hier, das interessiert uns nicht so, ich möchte hier gerade auf den 17. Juni gehen, die ganze Zeit lang, seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monaten HEX in dieser Range von 2,7 Cent bis heute 4,5 Cent und es haben schon einige gesagt, HEX ist ein Stablecoin und das hat natürlich auch uns dazu veranlasst zu sagen, okay, das sieht hier so aus, als ob wir tatsächlich einen Boden gefunden haben, denn wie weit sind wir von oben wirklich gefallen? Ich klicke mal auf Auto, denn dann sieht das hier schon ganz anders aus als bei Bitcoin zum Beispiel. Hier bei HEX sind wir um 96% gefallen und hier mal eine Sache, die ziemlich interessant ist. Wenn ihr darauf gehört habt, was Krypto-Sparbuch immer wieder gesagt hat, Dollar-Cost-Average zu betreiben, dann können wir hier mal zum 17. Juni 2022 gehen und wir haben da einen Preis von 3 Cent, sind dann hochgeschossen zu 5 Cent, wieder runter auf 3 Cent, dann hoch zu 7 Cent und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn ihr wirklich den Dip gekauft habt, ja, dann lasst uns mal schauen, wo wäret ihr denn dann in einem guten Dollar-Cost-Average? Denn ich denke mir, dann wäre euer Einkaufspreis jetzt so bei 3 Cent, vielleicht sogar ein bisschen niedriger, wenn ihr immer wieder diese WIX kauft oder wenn ihr erst vielleicht in letzten 2 Monaten investiert hättet, dann könnte euer Einkaufspreis hier bei 2 Cent sein. Und lass uns, weil wir das natürlich immer so machen, suchen wir uns den absoluten Boden raus, den wir hier gesehen haben bei HEX, bei 1,7 Cent, extrem geringer Preis. Das wären hier schon 157%. Ich glaube, das wäre ein 2,5x, wenn ihr in diesem untersten Punkt gekauft hättet. Und jetzt möchte ich zurückspringen zu Bitcoin. Wie wäre es denn, wenn wir bei Bitcoin diesen untersten Preispunkt gekauft hätten? Da nehme ich natürlich hier den untersten Preispunkt von 15.000. Wie viele X hätte Bitcoin gemacht oder hättet ihr mit der Bitcoin-Inflation gemacht? 50%, also noch nicht mal ein lausiges X. Und hier seht ihr schon, worauf ich hinaus will. HEX dumpt harder, aber pumpt eben auch harder. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich in meiner Kryptowährung sehen möchte. Und dann habe ich noch eine Sache gehört, die HEXkins immer wieder sagen, dass HEX den Ton angibt in der Kryptowelt, früher das Top erreicht, früher das Bottom erreicht. Und ich habe es selber noch nicht geprüft, deswegen lass uns das mal zusammen checken. Hier sehen wir das erste Top von Bitcoin am 15. April und das zweite am 10. November. Und wir können uns natürlich auch den HEX-Chart hier anschauen, wo wir 2 ähnliche Tops hatten. Also einmal am, immer diese Werbung, einmal am, ja, im September. Und das ist nun mal ein bisschen früher als hier im April. Oh ne, das war im April 2021, sehe ich hier. Und bei HEX war das Top
im September 21, also ein bisschen später. Da würde ich sagen, kann ich diese Theorie nicht wirklich belegen, dass All-Time-Hoch bei HEX ein bisschen später als bei Bitcoin. Bei Bitcoin war es ungefähr hier, obwohl man kann eigentlich sagen, dass es zur ziemlich gleichen Zeit war. Wenn ich ein bisschen reinsuche, dann kann ich das wahrscheinlich vom Tag ein bisschen besser sehen. Das erste Top, 10. September, wenn wir danach gehen, 10. September, was haben wir hier? Das wirkliche Top, 15. April. Okay, wenn wir das so sehen, dann sind wir natürlich ein kleines bisschen früher bei HEX. Interessant. Also vielleicht stimmt tatsächlich etwas. Wenn wir das zweite Top nehmen von Bitcoin, dann stimmt es auf jeden Fall hier. Am 13. November war das wirkliche All-Time-High mit fast 70.000 bei Bitcoin. Und dann lassen wir mal schauen. Ja, ich glaube, wenn man das zweite Top nimmt bei Bitcoin, könnte man sagen, dass HEX früher als Bitcoin getoppt hat. Und jetzt lass uns mal schauen, der Boden hier bei Bitcoin, bei HEX, 28. Dezember. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den Boden von Bitcoin. Wann genau war das? Am 20. November, am 11. November, so in dieser Range würde ich sagen. Das heißt, es kommt doch beides ziemlich in die gleiche Nähe, wenn es zum Top und zum All-Time-High geht. Ich denke, das liegt einfach daran, dass ja Bitcoin den Markt vorgibt für Krypto, aber eben die gesamte Weltwirtschaft gibt dann den Ton vor, wenn es zu den Aktien kommt, wenn es zu Bitcoin kommt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und der Ethereum-Chart sieht natürlich sehr, sehr ähnlich aus. Was ist denn das Low hier gewesen? 22. Juni, $800. Ziemlich interessant. Und wir wollen natürlich heute darüber reden, wie hoch kann HEX wirklich steigen? Und ich habe schon jemanden hier zitieren gesehen von Richard Hart. Lass uns das einmal aufbringen, denn das wäre genau das, was ich auch gesagt hätte, wenn es zu den Preisen in Krypto allgemein kommt, zu HEX kommt. Und das ist genau das hier. Baba sagt, Krypto kann höher steigen, als wir uns alle vorstellen können. Richard Hart, genau das sagt er immer wieder. Und eine Sache, die mir so in den Ohren klingt vom Richard Hart ist, $10 HEX-Preis spielt überhaupt keine Rolle, wenn wir uns das Gesamtbild von $100 möglichen Preis in der Zukunft sehen. Und ich bin da auf der gleichen Meinung auf jeden Fall. Lass mich da nochmal den All-Time-Chart hier vorbringen. Da machen wir uns mal ein bisschen weg hier. Und hier seht ihr, wie schön Krypto sein kann, wenn man im richtigen Asset ist und wenn man eben das macht, was ich und das Krypto-Sparbuch-Team immer wieder sagen, Dollar-Cost-Average betreiben, denn die Preise sind sehr volatil und ich möchte, dass ihr alle Dips hier auf jeden Fall einkauft und dann seid ihr, nachdem ihr 10.000x gemacht habt, immer noch im Plus, auch wenn eben der Preis um 96% fällt. Okay, wir sind heute bei 4,5 Cent, je nach dem Chart. Lass uns mal hier aussehen. 4,5, wir sind also schon wieder ein bisschen retraced. Könnte vielleicht daran liegen, und jetzt male ich mal eben doch eine Linie, könnte eben vielleicht daran liegen, dass wir hier so eine kleine Resistance haben. Hier war das All-Time-High im 25. Oktober und vielleicht sieht der Markt eben das genauso auch, dass, hey, das ist eine Resistance, da müssen wir erstmal durchstoßen. Und dann könnte man sich jetzt auch noch die Liquidität anschauen und so weiter. Aber so weit in die Technicalities möchte ich gar nicht gehen. Wir schauen uns eine weitere mögliche Resistance-Line an, die hier bei 7,5 Cent ist. Das sind einfach die All-Time-Highs, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Und das ist halt eben das, was der Chart uns zeigt, richtig? Der Chart zeigt uns, welche Player haben zu welchem Zeitpunkt gekauft und verkauft. Und wir haben gesehen, dass der Markt hier erkannt hat, okay, lass uns hier kaufen, das scheint eine gute Marktsituation zu sein. Und dann hat halt der Markt gesehen, okay, jetzt sind wir bei 7,5 Cent und lass uns das wieder abkaufen. Ich habe jetzt genug Gewinne gemacht. Vielleicht hat sich auch ein bisschen das Marktsentiment geändert mit Pullchain ist delayed und so weiter. Und so hat sich hier meiner Meinung nach eben diese zwei Linien gebildet, wo wir durchaus jetzt heute sagen können, hey, das scheint eine Resistance zu sein. Zumindest heute kommt das auf jeden Fall hin, denn wir haben diese Linie berührt und jetzt gerade gehen wir wieder runter vom Preis. Aber, wenn ihr das macht, was wir auf Krypto-Sparbuch immer wieder sagen, Dollar-Cost-Average betreiben, dann, und das habe ich heute schon einmal erwähnt, dann seid ihr ziemlich gut im Plus, denn vielleicht ist euer Durchschnittseinkaufspreis bei
Lassen wir uns mal 13 raussuchen, dann seid ihr immer noch bei 66% plus. Wenn wir uns natürlich die Sherry picken und vom All-Time-Low gehen, dann sind das hier 2,5x, 2,8x, die man hier hätte machen können mit Hex. Und die Frage ist jetzt natürlich, macht es Sinn, diese Charts zu zeigen? Macht es Sinn, sich hier Cherry-Picks von dem untersten Punkt rauszusuchen? Ich bin der Meinung, nein. Das Allerwichtigste ist wirklich, die Grundlagen zu verstehen. Was macht eine Kryptowährung, dass sie nach oben steigt? Was macht eine Kryptowährung, dass sie wirklich Product-Market-Fit hat und immer wieder neue All-Time-Hochs erreicht? Und vor allen Dingen, wenn ihr verstanden habt, dass alles, was Krypto ist, es ist nur ein Ticker-Symbol, das wir kaufen und darauf hoffen, dass der Preis hochgeht, dann seht ihr auch, wenn ihr hier ein bisschen rauszoomt, bei Bitcoin vor allen Dingen, dass das alles in Cycles abläuft, richtig? Im Vier-Jahres-Cycle läuft ziemlich ähnlich zu wie das Halving. Immer wieder gibt es Halving, das Pumpermantle von Bitcoin, wo dann der Preis pumpt. Ich glaube, das nächste Halving ist irgendwie so in einem Jahr oder so. 2024, im ersten Quartal, da erwarten wir wieder ein Halving, kommt natürlich darauf an, wie viel da gemeint wird und so weiter. Aber hier seht ihr schon, das läuft immer wieder in Zyklen und die Frage ist jetzt, was macht, dass eine Kryptowährung steigt? Das ist natürlich einmal, dass die Leute kaufen, der Markt muss erkennen, okay, das ist hier ein Wert, den ich kaufen möchte und darauf hoffe, dass der Preis steigt, aber eben auch, dass die Leute halten, richtig, dass sie langfristig daran halten, denn die Leute, die langfristig halten und dieses aushalten können, um 96% zu fallen, die machen die meisten Gains in Krypto. Und deswegen haben wir immer wieder auf der Tour gesagt, Leute, wer ist wirklich reich geworden in Bitcoin? Und ich glaube, das sind die Leute gewesen, die vielleicht schon reich waren, die es wirklich aushalten konnten, 80%, 90%ige Dips zu machen, die wirklich nicht verkaufen mussten. Wie viele Plebs das eben da draußen machen, richtig? Der Preis fällt und dann denken sie sich, nee, ich verkaufe nicht. Dann fällt der Preis weiter und dann sagen sie, nee, ich will eben mein gesamtes Geld nicht verlieren. Sie haben nicht verstanden, dass es wichtig ist, zu halten über mehrere Cycles, dass es wichtig ist, einen Coin zu finden mit Product Market Fit und all eben das hat Hex. Denn in Hex, was die Leute machen, ist, die kaufen den Coin, dann halten sie daran fest für durchschnittlich 7 Jahre. Das nennen wir ganze Staken. Und dann machen sie auch etwas ganz Wichtiges, was Richard Hart besser macht als jeder andere Founder da draußen. Und das ist eben sein Outrage-Marketing, das Augen auf den Coin bringen, dass Leute sehen, was Hex ist und dann eben auch zum Kauf angeregt werden. Und ich glaube, Richard Hart ist einer der Gründe, warum wir so einen guten Preisschart hier in Hex haben. Lange haben wir gesagt, das ist der beste Preisschart in Krypto. Das haben wir gesagt bis zum 13. September 2021, wo wir wirklich nur eine Linie nach oben haben. Und jetzt ich weiß nicht, wie viele Monate, ich glaube 11 Monate oder so, sind wir hier im Downtrend und es sieht so aus, als ob wir das vielleicht gebrochen haben. Ich habe schon gesagt, hier könnte es eine Resistenzlinie bei 5 Cent geben, bei 7 Cent geben, aber wenn wir das durchbrochen haben, dann gibt es kein Limit mehr nach oben. Und die Frage ist doch, wie hoch kann Hex eigentlich steigen? Aber zuerst einmal gehen wir hier ein bisschen durch die Tabs. Ich will es nicht vorwegnehmen. Meine Preisprognose, vielleicht wisst ihr meine Preisprognose schon. Schreibt eben mir mal in den Chat, was ist eure Preisprognose da draußen? Und wir schauen uns erstmal an, was könnte denn der Indikator dafür sein, dass jetzt sehr, sehr aufregende Zeiten vor uns liegen. Ihr wisst es schon, Pulsstein steht vor der Tür. Und ich glaube, all das führt dazu, dass wir diesen Preisbump haben. All diese Tabs, die ich hier offen habe, ihr seht es schon, die werden wir hier gleich besprechen. Und all diese Tabs führen dazu eben, dass wir einen sehr, sehr, sehr spannenden Preisbewegung haben werden in der Zukunft, meiner Meinung zumindest. Vielleicht schauen wir mal zwischenzeitlich in den Chat, um mir so eine kleine Pause hier zu gönnen auch, um zu sehen, wie ist denn eure Meinung darüber, was ich so alles spreche. Viele Hallos und schönen Abend. Wo ist der Patrick? Der KSB-Bär, der ist sehr, sehr viel am Schaffen im Hintergrund und hat leider heute keine Zeit gefunden, um mit mir zu streamen. Ist Jori heute live? Ich glaube, heute geht Jori nicht live. Heute ist eigentlich unsere Date-Night gewesen. Und ich habe 2 Streams geplant, aber das werde ich schon irgendwie damit hier gut machen. Ist aktuell ein guter Zeitpunkt, Hex zu kaufen? Ziemlich gute Frage, Leon. Um auf diese Frage zu antworten, bringen wir am besten nochmal
den Screenshare hoch und gehen hier zurück auf den Preisschart. Und wenn normalerweise, und da bin ich mir ziemlich sicher, hätte Patrick heute gesagt, heute ist kein guter Zeit zum Kaufen. Hex ist gerade gepumpt. Wir sind ziemlich nah an dieser Linie, die ich hier eben gezeigt habe, richtig die Resistenzlinie bei 5 Cent. Vielleicht ist es besser, nochmal einen Tag, zwei Tage abzuwarten. Vielleicht geht der Preis eben so wieder runter, wie viele Leute schon ankündigen, es ist ein Bulltrap, der Preis könnte wieder runtergehen. Wir sind in Krypto, es ist alles sehr volatil. Und wenn du heute noch kein Hex gekauft hast, obwohl du schon so lange bei uns dabei bist und zuhörst, was Krypto-Sparbuch immer wieder sagt, dann bin ich der Meinung, solltest du auf jeden Fall nochmal in der Telegram-Gruppe bei uns nachfragen, wann sind es denn die besten Tage, um Hex zu kaufen? Und dann wird dir, glaube ich, jemand sagen, immer wieder, wenn es rote Kerzen gibt, wie ich hier zum Beispiel einen 43-prozentigen Dip, richtig, wie hier von diesem All-Time-High, lokalen All-Time 40% gedippt. Immer wenn wir diese roten Kerzen sehen, dann sind sehr, sehr gute Zeiten zu akkumulieren. Und ich kann noch einmal ganz kurz diesen Chart hier ein bisschen verändern. Und dann siehst du ziemlich gut, dass in den letzten Monaten vom Juni 2022, also schon wirklich eine lange, lange Zeit, jetzt hier 8 Monate, waren wir in dem 3-Cent-Range bis zu 7 Cent, sind dann wieder gefallen auf 2 Cent. Bis zum allertiefsten Boden hier 1,7 Cent und eben heute, in den letzten zwei Tagen, sind wir so stark am Pumpen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt gerade, jetzt in diesem Moment ist kein guter Zeitpunkt zu kaufen, aber vielleicht, wenn du nur mal ein, zwei Tage wartest, dann könnte es eben diese roten Dips geben, die roten Abverkäufe, und dann sind es vielleicht wieder ein kleines bisschen bessere Preise. Aber werden wir noch viel, viel bessere Preise sehen? Werden wir noch mal runtergehen auf die 1,7 Cent? Ich mag es zu bezweifeln. Ich glaube, es ist gerade so viel Spannung im Markt drin, dass wir vielleicht so niedrige Preise nie mehr sehen. Aber um auch zurückzukommen auf deine Frage, ich glaube, das Allerbeste ist es, wirklich kontinuierlich Geld in die Hand zu nehmen und immer wieder in den Markt zu werfen, immer wieder deinen Coin zu kaufen, wo du denkst, der wird in der Zukunft das meiste Potenzial haben. Und für neue Leute in Krypto, da sage ich ganz ehrlich, ich glaube, dass es Hex ist, um sich darauf vorzubereiten auf Pulsechain. Und dann, wenn du erstmal Hex verstanden hast, den Product Market Fit, wenn du Richard Hart gefolgt bist und die First Principles of Crypto kennst, ja, dann kannst du vielleicht auch in Puls Bitcoin links und rechts schauen, auch in Zen zum Beispiel mal ein bisschen schauen. Aber wirklich das Allerwichtigste, ich glaube, Hex hat das meiste Potenzial, wenn es dazu kommt, wie viel Gains ihr in der Zukunft machen könnt. Und lass uns mal hier schauen. Genau, Juni 2020, war so wirklich die Zeit, wo wir eine lange Zeit in der gleichen Range getradet haben, von 2 Cent bis 7 Cent und dann wieder runter. Worauf ich hinaus will, ist, es ist wirklich wichtig, Dollar-Cost-Average zu machen und auf einer langen Zeit immer wieder zu kaufen. Weißt du, wenn du heute kaufst, dann mach das auf jeden Fall auch in 2 Wochen, in 4 Wochen, in 6 Wochen, und so kannst du immer wieder versuchen, die besten Dips in Hex zu erwischen. Ziemlich gute Frage. Halbjährige Konsolidierungsphase bei Hex, absolut volle, halbes Jahr, vielleicht sogar 8 Monate, könnte man fast sagen, haben wir bei Hex hier konsolidiert, haben einen tiefen Preis gefunden, seit Juni 2022, würde ich sagen. Und das sind jetzt eben schon, ja, 8 Monate. Sehr schwer zu entscheiden, in 10 Tagen wird ein Millionen-Hex-Stake aufgelöst, verkauft der Whales, geht's wieder runter, staked erneut, geht's ab, glaube ich. Und auf solche Indikatoren kann man auf jeden Fall schon bei hex.vision seht ihr, was für eine Stakes kommen raus. Da muss man vielleicht mal ein bisschen Zeit investieren und zu schauen. Aber es sind eben alles nur schwammige Indikatoren, denn wir wissen nicht, so wie Hardy schon schreibt, wird so ein Stake verkauft, wird so ein Stake vielleicht neu gestaked und die Spannung im Markt steigt weiter. Schwer zu sagen. Also ist Hex ein Pump-and-Dump-Coin, wie du gerade sagst. Hex ist ein Pump-and-Dump-Coin, genauso wie Ethereum ein Pump-and-Dump-Coin ist, genauso wie Bitcoin oder der Aktienmarkt, richtig. Ich habe es im letzten Woche im Stream schon einmal gesagt. Ich glaube, dass die Utility in Krypto darin liegt, dass es ein Ticker-Symbol ist, das im Preis nach oben steigt. Natürlich nicht, wenn ihr Scams kauft, aber wenn ihr einen Coin kauft mit Product-Market-Fit, so wie Hex das nun mal ist,
oder eine starke Community innehat, und darauf werden wir später zurückkommen, oder so einen amazing Founder hat wie Richard Hart, dann pumpt es eben sehr, sehr stark, aber es geht auch eben sehr, sehr stark nach unten. Und ich glaube, Richard Hart sagt das immer so, dass HEX ist ein Leverage Play on Ethereum, Ethereum ist ein Leverage Play on Bitcoin und Bitcoin ist ein Leverage Play on den Aktienmarkt. Und vielleicht kann ich dir das hier nochmal einmal vor Augen führen. Wir schauen uns einfach mal das All-Time High von Bitcoin an. 70.000 hat es gemacht, ist hier runtergedumpt auf 77%. Wie viel ist denn Ethereum gedumpt vom All-Time High? Um 80%. Also wir haben hier schon mal, kann ich die gleich, 77%, 81%. Und HEX, das wissen wir natürlich alle, hat 96% gedumpt. Und eben genau das ist mit diesem Leverage-Play gemeint. Was mehr nach oben steigt, das kann eben auch easy mehr nach unten fallen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir weniger Liquidität haben, dass wir weniger Player haben als zum Beispiel bei Bitcoin und dass Bitcoin einfach schon ewig alt ist und HEX ein ziemlich neuer Coin ist. Also Pump und Dump, damit ist es natürlich sehr negativ ausgedrückt, aber wenn man es wirklich erkennt, was Krypto ist, dann ist Pump und Dump vielleicht gar nicht so ein schlechtes Argument. Gerne nur einmal meine Meinung. Richard Hart gibt gute Infos und es gibt Zeichen, dass Mainnet nahe ist, und wenn die Menschen das glauben, dann könnte es richtig hochgehen. Absolut, Hardy, und deswegen habe ich auch so viele Tabs offen, die gleich darüber sprechen werden. Was hat Richard Hart genau getweetet? Was bedeutet das? Und wo kommt diese Spannung im Markt genau her? Aber zuerst einmal werde ich ganz schnell durch die Kommentare durchgehen, damit ich am Ende des Streams heute nicht zu viel aufarbeiten muss. Bitcoin ist der Pate und dem folgen alle, absolut. Da hast du durchaus recht. Aber wir haben auch gesehen, dass HEX eben Bitcoin outperformed hat in den letzten 2 Jahren, jetzt stärker gefallen ist, und eben genau danach suche ich. Ich möchte die maximalen Gains machen mit meinem Krypto und eben nicht nur 50% Gains, wie Bitcoin das gemacht hat, zum Beispiel, wenn wir uns den lokalen Boden hier anschauen. Ich glaube, ich habe es am Anfang des Streams schon einmal gezeigt. 50% im Plus, wenn du das lokale Bottom gekauft hättest, und hier bei HEX sieht das alles ein bisschen anders aus. Wenn du den lokalen Boden bei HEX gekauft hast, dann bist du heute 2,8x im Plus. Also ein sehr, sehr anderes Bild hier. Wann kommt Pullchain? Absolut, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir sehr gerne auch wissen würde. Da können wir nichts anderes machen, als zu spekulieren, zu hoffen, zu schauen, wie sieht es bei Twitter aus, was sagt die Community, und genau das machen wir auch gleich. Post K4K Crypto as per Richard Hart's tweet about the Testnet V3 archive node sync. This tells us that mainnet is at least 12 plus days away because MN requires a new archive node to sync. Alright, das ist sehr, sehr interessant. Da werden wir natürlich gleich drauf eingehen, und dann kann ich vielleicht den Tweet von Hardy hier nochmal hochbringen. Hexcadet is in the house. Hey, how's it going? Ich liebe Abed, er ist ein so wichtiger Teil der HEX-Community. Danke für alle deine harte Arbeit. Ich spreche kein Deutsch, wünsche dir aber wie immer alles Gute. HEX-Cadet, thank you so much. These words are like, you know, really getting into my heart. Motivates me a lot, especially when it comes from such a great Hexagon like you are. Ich glaube, wir verdanken Xen für den endlichen Launch von Pullchain. Weißt du was, das habe ich auch immer wieder gehört, dieses Argument, und ich kann da auf jeden Fall mit eingehen. Xen ist, glaube ich, so wie Jack Levin von den Hexings betrachtet wird, gar nicht so schlecht, denn es hat dazu geführt, dass Richard Hart gesagt hat, weißt du was, die wollen Expectations, die wollen Informationen, also lasst mich den Leuten ein paar Informationen wenigstens geben. Zumindest glaube ich, dass ein kleines bisschen, dass Richard Hart sich da geärgert gefühlt hat und jetzt mal immer wieder mehr Informationen rausbringt, denn ich weiß, er hat irgendwie diese, vor eine Woche lang hat er überhaupt nicht mehr getweetet, richtig? In der Vergangenheit hat er jeden Tag uns gezeigt, dass er den 5555 Diamanten gekauft hat, dass er 10 Millionen Dollar an Uhren hat, dass er alle seine Autos hat, und dann war eine lange Zeit Stille und der Preis ist ins Bodenlose. Ich glaube, das war so die Zeit, wo HEX dann auch wirklich auf 1 Cent gefallen ist, 1,7 Cent. Und deswegen freut es mich, dass wir jetzt mit Xen und mit Jack Levin einen guten Competitor haben zu Richard Hart, der ihn dazu zwingt, auch mal ein bisschen was zu machen. Solange der anstehende Krieg nicht geklärt ist, denke ich nicht, dass der Bullrun startet.
Das ist natürlich gut, dass wir so welche Leute haben wie Robert Henninger hier, der das Gesamtbild immer im Auge sieht. Denn ja, so wie wir gerade schon erfahren haben, HEX ist ein Leverage Player an Ethereum, an Bitcoin, an den Aktienmarkt. Und sowas wie ein Krieg, eben der in der Welt herrscht, der ist natürlich ein guter Indikator dafür, dass vielleicht der Bullmarkt noch ein bisschen weiter in der Ferne ist und nicht vor der Tür steht. Das würde dann für eine Bulltrap sprechen, richtig? Allerdings habe ich auch gehört, dass da irgendwo so ein Ballon rumfliegt über Amerika, der soll wohl von China sein und ist immer noch nicht runtergeschossen worden. Also vielleicht geben die Amerikaner nichts mehr auf Krieg und wollen einfach die Lage jetzt so auslaufen lassen und die wollen einfach ihre eigene Wirtschaft wieder ankurbeln. Wer weiß? Ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert. Es gibt aktuell Zen-Konkurrenz. Genau, Zen-Konkurrenz. Ist es wirklich nur Konkurrenz? Wenn Jack Levin sagt, wir bringen X1 raus, das ist seine eigene Plattform, richtig, seine eigene Blockchain, und die wird mega schnell sein. One-Second-Blocks, also jede Sekunde wird ein neuer Block geschaffen. Und das führt natürlich dazu, dass es eine extrem schnelle Blockchain werden kann. Und ihr kennt natürlich meine Meinung zu Krypto schon. Ich glaube, Krypto ist nichts weiter als ein Ticker-Symbol, den man kauft und darauf hofft, dass der Preis in der Zukunft steigt. Und nur wenn es wirklich eine starke Community gibt, und damit meine ich Adoption, damit meine ich, es ist wichtig, dass die Leute darüber reden. Nur dann, wenn das langfristig stattfindet, können wieder neue All-Time-Highs gefunden werden in einem Coin. Und ich glaube, dass das alles nur ein Narrativ ist, dass Zen Chain, X1-Chain eben so viel besser ist als Pull-Chain und dass jetzt da die Konkurrenz herrscht und das jetzt dazu führt, dass Pull-Chain unbedingt rauskommt. Ich glaube, die Pull-Chain-Developer machen ihre Arbeit, die werden sich nicht pressuren lassen, denn sie wissen ganz genau, jeder einzelne Fehler, jeder einzelne Bug könnte zum Totalverlust führen und dann hat das Ganze, die ganze Warterei war dann für umsonst. 20 Cent bis Pullchain rauskommt, durchaus möglich. Diese Frage werden wir uns natürlich gleich stellen und Mr. Unko sagt, sag nicht wieder 7 Dollar und weißt was, Mr. Anknauen? Ich glaube, damit hast du den Nagel auf den Punkt auf den Nagel auf den Punkt getroffen, den Nagel auf den Kopf getroffen, denn genau auf diese 7 Dollar wollte ich heute schon wieder raus. Lassen wir die Blase platzen. Manche sagen 7 Dollar, 4 Dollar hier, ich sage 7 Dollar. Andere sagen 10 Dollar, 100 Dollar. Wer weiß, wie die Reise nach oben geht. Krypto kann höher steigen, uns dass sie das jemals vorstellen können. Als wir hier mit HEX angefangen haben, vor 3 Jahren, als wir hier in dieser Range waren, bis, ja, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie weit ich hier nach vorne oben gehen kann, bis zum Big Payday, würde ich sagen, war es wirklich kurz vor dem Big Payday. Bis dorthin haben wir immer noch gesagt, es wäre unglaublich, wenn HEX irgendwann mal einen Cent erreicht und dann ist es, hat es einen Cent erreicht und dann ist es halt eben hochgeschossen auf die 50 Cent. Könnt ihr euch vorstellen, was 50 Cent HEX für all die HEX-Skins da draußen bedeutet? Es war weit, weit, weit über unserer Vorstellungskraft. Und eben genau das hat HEX gemacht in den ersten 2 Jahren. HEX hat genau das gemacht, was Richard Hart vorausgesagt hat, 10.000x in den ersten 2 Jahren. Und ich glaube, dass eben Pullchain Ähnliches erreichen kann. Ich glaube, dass HEX durchaus extrem gute Gewinne machen kann in der Zukunft. Und ich glaube, 7 Dollar HEX sind durchaus realistisch, auch wenn ihr da draußen nicht vorstellen könnt. Grüße aus Köln. Hey, ihr werdet Grüße aus Berlin. Hey, HEX Fotos. Schaut mal auf HEX.Fotos. Ich glaube, HEX.Fotos ist die Seite von unserem Fotografen der 5555 Tour. Er hat hier seinen Namen nicht, deswegen will ich den Namen nicht unbedingt doxen. HEX.Fotos, schaut mal rein. Sehr, sehr, sehr coole Seite. 10x vom All-Time High, also 4 Dollar, durchaus möglich. Vor allen Dingen, wenn jetzt halt Pullchain bald rauskommt, wenn wir die ganzen Informationen haben zu Testnets, ich muss ja mal ein bisschen schneller durchgehen, sonst sind wir heute 2-3 Stunden am Stream. Nächste Resistenzlinie wurde angekratzt bei 5 Cent, genau, das haben wir schon rausgestellt. Vielleicht geht es erst runter, wie meistens, nächste Linie dann bei 7,5, absolut hardy, genau die gleichen Linien habe ich auch aufgezeichnet. Zen niemals, Bandit, absolut. Ich kann durchaus verstehen, ich hatte die gleiche Meinung am Anfang vor 120 Tagen, als Zen gestartet ist. Heute habe ich meine Meinung ein bisschen geändert. Ich bin kein HEX-Maximalist mehr, denn ich bin der Meinung, es ist gut, wenn du in mehrere Ideen einkaufst, in diese Ticker-Symbole einkaufst, wenn du einkaufst in den Founder und in den Founder und in die Idee und in die Idee. Nicht zu weit spreaden dein
und deine finanzielle Energie. Ich bin immer noch der Meinung, die meiste finanzielle Energie solltet ihr in Richtung Richard Hart schieben, in Hacks, Push and Pulse X. Und dann kann man eben auch ein bisschen diversifizieren. Denn der Gedanke dahinter ist, dass man dann Gewinne realisieren kann von Coins, die eben nicht 96% im Minus sind, richtig? Die Volatilität bei Hacks ist wieder drin und das ist sehr, sehr gut. Wolle, absolut, da gebe ich dir recht. Die Volatilität führt dazu, dass das Geld von den unhaltbaren Händen, von den Leuten, die es nicht mehr aushalten können, zu den Leuten geht, die einfach lange, lange im Markt bleiben und es aushalten können. Alles dampft um die 80% und Richard Hart hat gesagt, Bitcoin 11K, das wäre 84%, aber das ist nicht passiert. Vielleicht werden wir noch was sehen, aber wir sind nicht im Bullrun und wer das glaubt, liegt falsch. Unknown, wir haben hier den Robert gehabt, der sagt, wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine und das führt vielleicht dazu, dass ja, dass hier kein Bullrun ist. Vielleicht sind wir im Bulltrap. Ihr seht schon, der Chat hier, es geht auf beide Meinungen einher. Und das ist gar nicht so wirklich das, worauf ich hinaus will. Worauf ich vor allen Dingen heute hinaus möchte, ist, zu euch verstehen zu machen, dass Hex für eine lange Zeit, ich gehe mal hier nochmal auf den Chart hier, Hex war für eine lange Zeit in der Konsolidierungsphase. Das haben wir hier einmal herausgestellt heute. Seit 11 Monaten hatte Hex eben für 236 Tage war Hex in dieser Range. Und wenn ihr hier Dollar Cost Average betrieben habt und sagen wir mal einen Durchschnittspreis von 3,6 Cent habt und dann geht Hex eben auf die 7 Cent hier hoch, weil wir Pullchain haben, dann wollen wir nicht Minus gehen, sondern von den 3,5 Cent gehen wir einmal hoch bis auf die 7, dann sind das eben nochmal 23.000%, die du machen kannst. Und deswegen ist Dollar Cost Average so, so wichtig, denn ich glaube, der Boden ist so langsam drin. Ich sehe nicht mehr, dass Hex noch viel, viel weiter fällt. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt gleich durch die ganzen Tabs gehen, dann seht ihr, was ich meine. Und ja, dann seht ihr ganz genau, wo die Spannung wirklich herkommt. Wo kommt der Preisdruck gerade her, dass Hex so stark gepumpt ist in den letzten 2 Tagen? Hat RH ein Alkoholproblem? Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Er hat jetzt vor kurzem geschrieben, dass er überhaupt keinen Alkohol mehr trinkt, genauso wie ich übrigens. Vor einigen Zeit hat er einfach immer wenig getrunken, so einmal im Monat würde ich sagen, wenn die Mädels ihm gesagt haben, hey, du musst trinken, nur dann gehe ich mit dir ins Bett. Nur dann hat er mal den einen oder anderen Schluck genommen und jetzt sagt er einfach aufgehört und trinkt überhaupt nicht mehr. Ich habe mich mit Karim getroffen, ich habe mich mit Dollar Cost Average getroffen, ich kenne die ganzen Jungs und eben die haben sich auch mit Richard Hart getroffen, mit ihm Zeit verbracht, mit ihm Party gemacht und was meint ihr, was er dort getrunken hat? Nur Wasser. Er ist also nicht wirklich der große Trinker hier. Deswegen weiß ich nicht, wo du diese Frage hast. Der Pate ist noch nur noch ein Großvater. Alright. Beziehungsweise dumped vom Alter High, meinte ich. Nein, Richard Hart ist nüchtern, das denke ich mir auch. Denkt, es könnte bald losgehen. Und genau das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn ich hier gleich mit euch durch die Tweets gehe, die ich da vorbereitet habe, dann werdet ihr sehen, warum ich so aufgeregt bin für die Zeit, die da kommt. Darum steigt jetzt Hex auch so Insiderwissen, was abgeht. Angenommen, ich weiß nicht, ob man wirklich Insiderwissen sagen kann. Ich sage immer Smart Money. Smart Money weiß vorher schon, wie der Preis zu bewerten ist. Denn die Leute, die den Markt wirklich bewegen, das sind eben nicht die so Leute wie ich oder ihr da draußen. Das sind die Leute, die Millionen oder Billionen Dollar zur Verfügung haben und den Markt in die eine Richtung oder die andere Richtung schicken. Die Market Maker und das sind ist Smart Money. Die wissen einfach vorzeitig Bescheid, wie der Preis zu bewerten ist. Und da können wir vielleicht mal auf die Sache mit dem Krieg zurückkommen. Ich glaube, Sachen in der Zukunft sind heute schon eingepreist, eben weil wir dieses Smart Money haben, die frühzeitig wissen, wie ein Preis in der Zukunft zu bewerten ist. Er ist wahrscheinlich überarbeitet oder gestresst vom Pullchain-Code. Glaube ich nicht. Meistens ist es soweit, zumindest aus der Vergangenheit, bevor der eigentliche Bullmarkt startet, es circa ein Jahr Seitwärtsphase mit der gleichen Steigerung gibt, zumindest aus der Vergangenheit. Wolle 77, genau das hast du richtig erkannt. Wenn du, da hast du wahrscheinlich den Bitcoin-Chart angeguckt, den Ethereum-Chart angeguckt, rausgezoomt, dir die Zeit angeschaut und dann reingezoomt und dann seht ihr, es gibt immer wieder Konsolidierungsphasen, Seitwärtsphasen, die perfekt dafür da sind, um zu Dollar-Cost-Averagen.
Hexfoto sagt, yes, thanks, Pascal. Genau so ist es. Hast du auch Zen? Tatsächlich bin ich noch nicht dazu gekommen, Zen zu minten. Die Ethereum-Gasgebühren sind so hoch, dass ich es mir einfach noch nicht leisten konnte. Ich wollte jetzt nicht einfach nur eine Wallet erstellen und einen Mint machen. Klar, das könnte ich tun, aber ich warte darauf, bis die Preise runtergehen und ich mir dann einen Batch Mint machen kann. Oder vielleicht schaue ich einfach, dass ich mir ein NFT kaufe, wobei ich dann nicht davon partizipieren würde, von der X1 vom Airdrop. Deswegen will ich da auf jeden Fall einen Batch Mint machen. Aber es hat die Netzwerkgebühr eben noch nicht zugelassen. Wo geht Puls hin in den ersten Tagen? Ich glaube, nach oben und dann stark nach unten und dann noch mehr nach oben. Genauso in diese Richtung könnte es sein. Bitcoin keine 11K mehr? Bandit, woran könnte es liegen, dass Bitcoin keine 11K in Prey mehr macht? Also zuerst einmal vor ungefähr 11 Monaten, da hat Richard Hart ja gesagt, okay, das Top ist jetzt drin in Bitcoin. Und seitdem hat sich ja doch einiges geändert. Es wurde mehr Geld gedruckt als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und ja, es hat einige Ereignisse gegeben, die dann doch nicht eingetroffen sind. Wie zum Beispiel Mt. Gox hat angekündigt, dass sie jetzt ihre Coins releasen. Ist niemals passiert. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft nicht mehr passieren. Richard Hart hätte jetzt auch nicht wissen können, dass die Exchanges runtergehen und auch wirklich die Gelder nicht weitergeben an die Kunden, sondern alle ihr Geld verlieren. Ich glaube, genau so hat er es gesagt. Aber einige Ereignisse sind eben nicht so eingetroffen, wie Richard Hart das gesagt hat. Aber trotzdem hat er das Top getroffen, ziemlich, ziemlich genau. Und ich glaube, es war genau das Richtige zu sagen, dass wir zu 11K sind. Und wie weit sind wir denn wirklich von der Prognose weg? Ich glaube, es ist ganz schön hart zu sagen, wenn wir jetzt sagen, Richard Hart liegt nicht richtig und hat keine Ahnung, denn als er das erste Mal hier, und das war eben bei dem Altam High, gesagt hat, 11K in Prey, das ist jetzt schon wie Tage, 658 Tage her, also schon fast 2 Jahre. Kann das sein? Ist das richtig hier? Soll ich einmal mal Monate zählen? Vielleicht macht das mehr Sinn. Vom April, das sind 6 Monate, 8 Monate und nochmal 2 Monate drauf, 10 Monate. 10 Monate ist es her, wo Richard Hart das Top gecallt hat. Er konnte natürlich auch nicht wissen, dass es hier einen Doppeltop geben wird. Aber all diese Sachen führen dazu, dass es dann eben vielleicht doch kein 11K in Prey geben könnte. Aber wir sind hier mit 15.000 nicht so weit wirklich entfernt von den 11K, richtig? Das wäre nochmal ein Fall von 30%. Und ich bin der Meinung, das ist schon ziemlich gut getroffen, auch wenn es jetzt nicht auf den Punkt genau ist. Vielleicht ist Richard Hart eher ein Top-Caller und nicht unbedingt ein Button-Caller, wegen eben der ganzen Inflation, die da gedruckt wurde. Ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass wir nicht auf 11K treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Hex glaube ich persönlich auch, dass der Boden schon drin war bei Ethereum. Wolle 77, das glaube ich eben auch, dass der Boden hier bei 1,7 Cent war, dass vielleicht nochmal ein Dip runterkommen kann auf 3 Cent, auf 2 Cent. Das wissen wir eben nicht. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Zeit zu akkumulieren in den letzten 11 Monaten. Richtig, Dollar Cost Average funktioniert über eine lange Zeit. RH hat gestern getwittert, dass er seit x Tagen nicht mehr Alkohol trinkt. Absolut, genau, das habe ich auch gesehen. Und nicht Alkohol zu trinken bedeutet ja nicht, dass man Alkoholiker ist. Wenn es losgeht, dann wird es richtig geil. Absolut. Daumen hoch. Okay, ihr habt so viele Fragen und das freut mich natürlich absolut, dass ihr so engagiert seid hier im Chat. Der RH hat gesagt 11K, 15K, 30K, dass der Boden ist. Weiß nicht, ich glaube, er hat gesagt 11K and pray und damit meinte er, es könnte auch weiter nach unten gehen. Kommt ihr nächstes Mal in der Nähe von Deutschland? Ich bin gerade in Mexiko unterwegs. Ich weiß schon, dass ich im April in Miami sein werde. Und wann ich wieder nach Deutschland komme, das kann ich leider nicht sagen. Nicht geplant für mich in den nächsten Monaten. RH im Twitter, ich genieße den 2. Monat ohne Alkohol, es ist Gift. Absolut, es ist richtiges Gift. Und wenn man es links liegen lädt, dann hat man ein besseres Leben. Aber 11K könnte noch passen. Alle 3 Zyklen ist Bitcoin um 58% gefallen und jetzt wird es auch kommen. Vielleicht sehen wir im April den Quartalzahlen einen Fall. Ich muss anknallen, ja, das ist durchaus möglich, dass wir das eben sehen. Aber wir sehen auch, dass Bitcoin immer weniger pumpt und immer weniger dumpt. Also es könnte auch sein, dass der Boden hier bei 15.000 sein könnte. Bloß weil man Gelegenheit Alkohol trinkt, heißt das nicht, dass man gleich Alkoholiker ist. So sehe ich das auch. Okay, jetzt lass uns mal zurückgehen zu meinen Tabs, die ich hier vorbereitet habe.
bring den Bild Screenshare nochmal raus, denn diese Tabs, die führen natürlich dazu, dass ich so aufgeregt bin. Hier einmal der Tweet von Richard Hart, less than a million blocks to go on Stage 7. Und das war hier am 1. Februar. Heute haben wir den 4. Februar. Und da hat er hier nochmal getweetet, und zwar gestern. Und hier seht ihr schon, genau diese Tweets fallen gerade in diese Zeit ein, wo der Hex-Preisschart soeben nach oben gegangen ist, so stark nach oben gegangen ist. Und das könnte durchaus sein, dass jetzt Smart Money erkannt hat, wow, wenn wir von Stage 7 zu Stage 8 in so einer kurzen Zeit kommen und wir haben eben hier 16 Stages, dann wie lange kann das noch wirklich dauern? Und wir haben gerade eben schon im Chat gesehen, jetzt habe ich vergessen, wer das war. K4K, glaube ich, hat gesagt, es dauert jetzt noch mindestens 12 Tage, bis das alles fertig ist, wenn es mit der gleichen Geschwindigkeit geht. Und 12 Tage hört sich extrem gut an, denn ich warte schon länger als 2 Jahre darauf. Da ist es für mich kein Problem, noch 12 Tage zu warten. Und wir haben natürlich eine großartige Community, die seit der Pump existiert vor 2 Tagen, sofort angefangen hat, Streams zu machen, alle Leute zu informieren, was es nun auf sich hat mit diesen Tweets. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass dieses Go Pulse, Prism Pulse, Lighthouse Pulse und Aragon, das sind die Schnittstellen, die mit der Blockchain interagieren, wo die Blockchain dann eben eingreift oder dass die Daten rausgehen. Und das sind die Nodes, die genau synchronisiert werden müssen und die genau richtig arbeiten müssen, dass eben Pullchain keine Fehler hat, zu 100% richtig läuft. Und all das läuft dann auf das Testnet hin, richtig? Die Frage ist, wann werden wir das Testnet haben? Ich habe schon den einen oder anderen sagen hören, dass vielleicht gar kein Testnet rauskommt. Wir sind jetzt schon so lange dabei, dass das hier alles rauskommt. Und vielleicht sagt Richard Hart einfach, weißt du was, Testnet ist jetzt draußen, fertig, die ganze Geschichte, Pullchain geht jetzt los. Daran glaube ich persönlich nicht, denn ich glaube, Richard Hart weiß ganz genau, was er macht mit diesen Tweets. Diese Tweets führen zu solcher Aufregung, dass der Preis durchaus in die Höhe schießen kann. Und wie hoch Hex wirklich steigen kann, das wollen wir uns hier im Stream einmal arbeiten. Ich hoffe, ihr habt schon die eine oder andere Prognose abgegeben. Haut die einmal in den Chat oder wenn ihr das Video später guckt, haut es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr denkt. Wie hoch kann Hex steigen im nächsten All-Time-High, nachdem Pullchain rauskommen ist, okay? Nachdem Pullchain rauskommen ist und dann so der erste Hype, was könnte das nächste All-Time-High für Hex sein? Im Chat hat es schon einer geschrieben, 7 Dollar. Ich glaube weiterhin an meine 7 Dollar Prediction, aber das ist, glaube ich, nicht das All-Time-High. Ich glaube, das ist einfach nur eine Zahl, die wir erreichen und dann gehen wir noch viel, viel weiter nach oben. Aber die Tweets, ich glaube wirklich, dass die Tweets von Richard Hart dazu führen, dass der Markt jetzt aufgeregt ist, wirklich sieht, okay, Stage 8 ist jetzt mittlerweile erreicht, K4K hat jetzt noch weiter Feuer dazugegeben und sagt, okay, 12 Tage, dann ist das Testnetz draußen, könnte es rauskommen. Und das führt natürlich alles dazu, dass die Leute sagen, hey, ich habe jetzt in den letzten 11 Monaten kein Dollar Cost Average gemacht, weil ich eben gedacht habe, der Preis könnte tiefer fallen. Und jetzt lass mich mal schnell einkaufen, weil Richard Hart gibt das richtige Signal, dass es denn eben bald losgehen könnte. Und worauf ich hier eingehen wollte, ist, dass die Community eben auch Streams macht, aufklärt, wie es aussieht mit diesen Tweets, was die bedeuten und auch immer wieder sagt, was könnte denn jetzt gerade der Preis sein, wenn wir zu Pullchain kommen, wenn wir vielleicht den ersten Hype abgewartet haben und so weiter. Und hier finde ich diesen Twitter-Space von Goldkey, Hexpump to the Moon, dann auf jeden Fall sehr lohnenswert reinzuschauen. Da haben Goldkey und Dipcatcher extrem viel Alpha-Knowledge herausgegeben, haben auch über die OA geredet, zum Beispiel, warum die OA so gut ist, haben viel über Zen geredet. Da war ein Hex-Hater da, der von der Zen-Community, denke ich mal, geschickt wurde und sehr, sehr viele Fragen gestellt hat zur OA, zu Hex, warum es so und so ist. Und Goldkey und Dipcatcher haben da extrem gut drauf geantwortet. Ein sehr lohnenswerter Twitter-Space. Wir haben eine unglaublich gute und große Community in Hex. Und das ist, glaube ich, das ist der dritte Grund, warum Hex ein neues All-Time-High erreichen wird, eben weil wir diese Foundation gebaut haben mit Hexagons, die ununterbrochen über Hex reden und weitere Augen auf den Coin bringen. Und hier schaut mal, could Hex go to 10 cents? Und das sind jetzt gerade nicht meine Worte, das sind die Worte von Joe Perry, so heißt er, glaube ich. Ich werde das hier mal schnell abdocken. Dann seht ihr schon das zweite Video, was ich auch gleich zeigen will.
Das machen wir gleich danach. Und wir schauen uns zusammen dieses Video an. Schauen uns mal, was sagt hier dieser Joe Perry. Ich kenne ihn selber nur von Twitter, weil er immer wieder mal über Hacks redet. Dafür muss ich hier mal diesen Screenshare runternehmen. Und dann schauen wir uns zusammen an, was eben der Joe Perry hier sagt. Oh, ich glaube, ich habe es jetzt einmal falsch geteilt. Gib mir nochmal eine Chance. Bitte lauft nicht weg. Ich muss nämlich den Chrome-Tab teilen und hier draufklicken, damit ihr auch Ton habt. Get out of here as well. Hex is starting to move. We're getting those green candles again. It looks like Hex bottomed right around this penny, penny and a half mark. And now starting to get out of here as well. And there's been some huge news with the developments of PulseX and PulseChain. I know we've covered it multiple times on this channel. It's taken forever. I understand this is crypto. Patience is key. But I think that there's some bullishness coming back into Hex. And when Hex decides to move, it moves because there's not a lot of liquidity. This could go back to 5 cents. Truly, if it breaks 5 cents, it's going to seven. If it's going to seven, it's going to 10. Hex is starting. Und da habt ihr es. Wenn solche Leute wie Joe Perry's, die eindeutig Bitcoin-Leute sind, auch schon seit einiger Zeit dabei sind, schön, viel Zuschauer haben, wenn die anfangen, über Hex zu reden, wenn die auch helfen, die Augen auf Hex zu richten, dann können wir sehr schnell mal zu den 10 Cent gehen, wie er gerade gesagt hat. Und das Video ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter, so 2 Tage nehme ich mal an. 3,6 Cent war der Preis hier. Und er hat eben auch gerade gesagt, dass es die erste Resistance bei 5 Cent geben könnte. Und die haben wir, glaube ich, heute gesehen. Und dann die nächste Resistance bei 7,5 Cent. Da warten wir noch drauf, dass die gebrochen wird. Und dann, wenn die gebrochen wird, dann kann es eben halt auch ganz schnell zu 10 Cent geben. Und wenn dann Pulsechain erstmal draußen ist, dann sehe ich Hex wirklich zum Mond gehen. Ich sehe schon, Sandy schreibt 1,7 Dollar, Wolle sagt 3 bis 5 Dollar und keiner ist hier über meinen 7 Dollar. Ich halte an meiner 7 Dollar Prediction fest. Ich glaube, dass die 7 Dollar überhaupt gar keine Rolle spielen werden auf dem Weg zu 100 Dollar, so wie Richard Hart das sagt. So, Joe Perry ist einer der Leute, die jetzt angefangen haben, über Hex zu reden. Es ist nicht das erste Mal, dass er Hex erwähnt. Das haben wir jetzt wirklich schon das eine oder andere Mal gesehen. Und hier ein weiteres sehr interessantes Gesicht, was ich euch zeigen möchte. Dafür bringe ich den Screenshare eben noch einmal hoch. Damit ihr den Ton habt, da muss ich den Tab hier richtig teilen. Da haben wir es. Und da bin ich mir sicher, dass diese Person wirklich jeder hier von euch kennt. Und zwar Ivan on Tech. Mal sehen, was der Ivan on Tech sagt. Ich glaube, der äußert sich hier auch extrem positiv über Hex. Oh, yeah, I mean, I have PulseChain. I'm waiting for PulseChain. And Richard, I just saw yesterday on Telegram, we agreed with Richard to have a new interview when they have version 3 testnet out on PulseChain. Yeah, I mean, PulseChain, I want my pulse. I see the pulse in the testnet. And yeah, let's hope it comes out soon. Man, I mean, PulseChain, if it comes out and the bull market starts, damn, it's going to be fantastic. New layer 1... Und mein Punkt hier ist eben, dass, schaut mal, wir haben den Joe Perry's gehabt, wir haben den Ivan on Tech gehabt, die immer mehr über Hex reden, über Pulsechain reden und eben auch zugeben, dass sie Pulsechain erhalten, dass sie für Pulsechain gesacrificed haben. Und ich glaube, wenn es dann erstmal rauskommt, wird dann Ivan on Tech ein Interview machen mit Richard Hart. Das wird erstmal die gesamten Augen des gesamten Krypto-Space darauf richten, weil Ivan on Tech eben einer der größten Krypto-Influencer ist. Und dann, wenn er dann sagt, ich habe auch gesacrificed und ich glaube an Richard Hart, dann wird das dazu führen, dass wir einen extrem guten Pump sehen können. Und genau auf solche Sachen, da schaut natürlich der Kryptomarkt sehr, sehr, sehr genau. Und worauf der Kryptomarkt auch genau schaut, ist eben, was die führenden News in Krypto sagen oder die führenden Coin-Ranking-Seiten. Und hier schaut mal, was eben erst seit neuestem wieder rausgekommen ist von Hwitz. Sie sagt, hey, sie, schau mal, Hex hat gerade BNB überholt. Wenn es dazu kommt, welche Coins am meisten gesucht werden auf CoinMarketCap zum Beispiel. Und da können wir uns mal das Bild angucken. Da ist Hex auf den 16. Platz von was sind die meistgesuchtesten oder meist angeschautesten Coins in CoinMarketCap. Und CoinMarketCap, eine absolute korrupte Seite, da empfehle ich euch auf jeden Fall nicht hinzugehen.
Aber es ist sehr interessant zu sehen, denn CoinMarketCap ist immer noch der führende, die führende Coin-Ranking-Seite. Das heißt, die ranken Coins nach dem Market Cap und dort gehen die Noobs hin, um zu schauen, okay, wo ist Pulse Dogecoin, nicht Pulse Dogecoin, wo ist Dogecoin, wo ist Bitcoin auf dem CoinMarketCap-Ranking? Und dort sehen Sie eben keinen Hex. Vielleicht können wir dort nochmal, genau, das habe ich hier vorbereitet, CoinMarketCap, dort gehe ich wirklich niemals hin. Das ist die Seite, wo du hingehst, wenn du gerackt werden möchtest, wenn du Coins kaufen möchtest, die wirklich gerugpult werden, die zu Null gehen. Denn CoinMarketCap zeigt dir nur das, was sie dir zeigen möchten, womit sie dich übers Ohr hauen können. Denn sie listen Coin Rugpulls links und rechts und lassen Hex links liegen. Und wenn die Leute in Hex investiert hätten, dann wären so viele Menschen da draußen vor einem Totalverlust gesichert worden. Hier schaut mal, wenn wir uns anschauen, dass CoinMarketCap Hex hier bei auf der Rank 201 hat, obwohl Hex einen Market Cap von etwa 8 Milliarden Dollar hat. Und jetzt können wir nochmal zurückgehen auf die Liste hier. Wo ist denn 8 Milliarden Dollar? Wo wäre denn Hex wirklich, wenn es richtig gelistet wurde? Hier bei Shiba Inu, entweder davor oder dahinter. Und wir sehen, sie zeigen Hex nicht korrekt an. Und die Frage ist doch, warum? Und die Antwort ist ganz einfach. CoinMarketCap wurde aufgekauft von Binance und Binance hat kein Interesse dazu, DeFi-Coins so wie Hex eben populär zu machen, wo die Leute dann die First Principles von Krypto wirklich verinnerlicht haben, die Coins in ihre eigene Possession nehmen und Bitcoin, Binance, die möchten natürlich, dass du dir deine Krypto auf deren Exchange hältst und ja, die finanzielle Energie einfach abgibst, die Private Keys abgibst, indem du eben die Krypto nicht in deiner eigenen Verwahrung hältst. Was ich sehr interessant fand, ist hier, schaut mal, recently added to CoinMarketCap Internet Money, eines der Coins, wo die auch sehr nah sind zum Hex-Ökosystem, zu Richard Hart, das dann auch auf Pullchain launchen wird. Das ist eine Wallet und ich werde, das habe ich erst gestern festgemacht, ich werde in den nächsten Tagen ein Interview machen mit KG über die Internet-Wallet, die hier rausgekommen ist und gerade erst gestern, glaube ich, auf Ethereum-Plattform gelauncht wurde. Sehr, sehr interessantes Projekt. Wie gesagt, auf KSB TV werden wir dort ein Interview machen mit KG, dem Founder von Internet Money. Und hier seht ihr, das ist der Grund, warum ich glaube, Hex wird neue All-Time-Highs erreichen und zu 7 Dollar schießen, wenn wir dann Pullchain draußen haben. Denn wir haben eine unglaublich coole Community, die einfach selbstständig Direct-Marketing macht. Hier sagt David James, nee, Ichili Hex, ready fürs Weekend. Er hat sich Hex-Sticker ausgedruckt und wird die überall verteilen, Business-Karten ausgedruckt und wird die verteilen. Und wer gibt ihm Geld dafür? Eben niemand. Niemand bezahlt mir oder Cabana oder Matty All In oder Hex Karim den Dream Geld dafür, dass wir über Hex reden. Wir lieben Hex und wir haben erkannt, dass Hex das beste Finanzprodukt da draußen ist, um uns finanziell frei zu machen, um wirklich einen Impact in der Welt zu machen. Und wenn man erstmal verstanden hat, dass Richard Hart niemanden dafür bezahlt, das Ganze hier zu machen, ich glaube, dann versteht man auch, was für ein unglaubliches Movement das wirklich ist. Haben wir so etwas Ähnliches schon mal in der Menschheitsgeschichte gesehen, wo die Außenwelt immer wieder sagt, das ist ein Scam, aber die Leute, die wirklich verstanden haben, was es ist, geben ihr Leben dafür, um eben Hex zu promoten. Und das finde ich doch ziemlich, ziemlich krass. Hier einen nächsten Tab. Rags to Riches hat Texan Token, einer der Founder von Texan Token, rausgebracht. Und ihr wisst natürlich, Rags to Riches auch sehr nah am Hex-Ökosystem, glaubt an Richard Hart mehr als alle anderen und hat eben auch einen eigenen Coin rausgebracht mit seiner eigenen Utility, denn er möchte, dass dieser Coin dazu führt, dass Texas zur Unabhängigkeit führt. Wir haben mit ihm, Kaylin hat mit ihm ein Interview gemacht auf KSB TV. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und ich hoffe, dass ich ihn auch nochmal interviewen werde in den nächsten Wochen, denn ich habe natürlich auch meine Texan Token gratis geclaimed und ich hoffe, ihr habt das da draußen auch gemacht und ich bin jetzt Texan Millionär, Multimillionär, muss ich sogar sagen. Und damit meine ich jetzt nicht im Dollar-Terms, sondern nur in der Unit of Accounts. Ich habe viele, viele Texan Token und ich hoffe, dass das dazu hilft, dass Texas eine Unabhängigkeit erreicht. Wäre ziemlich cool. Worauf ich hinaus möchte ist,
dass wir eben jetzt nicht nur noch Hexagons sind, die einen YouTube-Kanal haben, sondern viele Projekte sind mittlerweile entstanden, die dann auf Pullchain launchen werden und die eine eigene Community gründen werden und diese Community dann eben auch zu Pullchain bringen werden. Und es ist nicht mehr so, dass wir eins zu eins rausgehen und die Businesskarten verteilen und versuchen, die Plebs zu onboarden, sondern hier mit solchen Onboarding-Tools wie Tax & Token können wir ganze Vereine oder Institutionen zu Pullchain bringen. Zumindest ist das der Gedanke dahinter. Und dann ist die Frage, wenn wir es erstmal schaffen, einen ganzen Staat wie Texas vielleicht zu Pullchain zu bringen, was kann das mit dem Hexpreis machen? Und ich glaube, dann können wir eben weiter steigen als die $7, die ich immer wieder erwähne. Vor allen Dingen, wenn wir hier so etwas Cooles machen wie Cryptographics, der hat ein eigenes Buch rausgebracht, die Crypto Bible, die dir erklärt, mit welchen Coins du im Jahr 2023 und 2024 finanzielle Freiheit erreichen kannst und vor allen Dingen, wie das Ganze geht mit den First Principles of Crypto, dass du Self-Custody hast, dass du verstehst, was ist Dezentralität, dass du die Sicherheit zu 100% erledigt hast, denn ohne Sicherheit haben wir im Prinzip gar nichts. 10.000x an Wertsteigerung macht überhaupt nichts, wenn du dann all deine Coins verlierst. Und deswegen kann ich die Crypto-Bible nur empfehlen vom DJ Cryptographics, denn das ist ein Buch, was du dir gratis runterladen kannst. Mal sehen, ob ich hier den Link irgendwo auf die Schnelle finde. Genau, hier ist es. Da kannst du ganz einfach mit deiner Google-Adresse dich einloggen. Ich hau das hier mal in den Chat, damit ihr den Link auch habt. Mit deiner Google-Adresse einloggen und dann kannst du dir das Buch gratis runterladen mit sehr vielen Bildern, sehr gut erklärt, wie alles funktioniert und kann ich absolut empfehlen. Ein weiteres Buch, was jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist, AB Crypto, ein Buch, würde ich sagen, für Kinder, was so die Keywörter von Krypto erklärt und das ist rausgekommen von Black Hexagon und ihr seht, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Community sehr, sehr hart daran arbeitet, das Wort, denn von den First Principles of Crypto, von Hex von Pullchain, von Richard Hart nach draußen zu bringen. Und wir alle in unserer Gesamtheit mit unserem Effort, den wir da haben, ich glaube, das wird eben dazu führen, dass Hex sehr, sehr erfolgreich, dass Pullchain sehr, sehr erfolgreich sein wird. Und ich glaube, deswegen bin ich so, ja, so sicher, dass wir die $7 in Hex wirklich erreichen werden. Ihr seht schon, ich mache gerade ein bisschen schneller, denn wir sind schon bei einer Stunde und darüber hinaus angekommen. Und ich habe in 3 Stunden einen nächsten Stream auf Englisch. Und darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen. Aber erst einmal gestern einen Stream gemacht mit Crypto Kindness, ein sehr, sehr cooler YouTuber. Lass uns mal da draufklicken, damit wir hier ein paar Bilder sehen. Ich habe mit ihm über Hex, über über Zen natürlich ein bisschen geredet und Crypto Kindness ist ein YouTuber, der erstmal Hex-Content gemacht hat, dann Pullchain Plus X und dann hat er sein Wissen immer weiter aufgebreitet und ist jetzt gerade bei Zen hängen geblieben, macht sehr, sehr viel Content über Zen und wenn ich etwas über Zen erfahren möchte, dann gehe ich zu Crypto Kindness und ich kann euch nur empfehlen, das auch zu machen. So, aber jetzt zum nächsten Thema und das ist Pulse Games. Pulse Games, genauso wie Tax & Token zum Beispiel, ein Projekt, was dazu wirklich die Idee hat, Communities zu Pullchain zu bringen. Ihr seht, es ist also nicht mehr ein ganz normaler Effort von Hexagons da draußen, die alleine darstellen, sondern es werden gesamte Teams gebildet, so wie zum Beispiel KSB TV oder Krypto Sparbuch, die an großen, großen Projekten arbeiten und hier von NG Gold Pulse Games vorgestellt. Die haben wöchentliche Preispools, wo du in Telegram kleine Spiele spielen kannst. Ich kann das ja mal ein bisschen größer machen. Hier seht ihr, das ist ein einfaches Arcade-Spiel, wo du draufklicken kannst auf den FTX-Scammer, Sam Bankman-Fried, und dann bekommst du Punkte. Und bei Telegram wirst du dann in einer Liste eingetragen und die obersten Plätze bekommen dann einen Preis zugesendet. Ich glaube, das ist in der Woche irgendwie zwischen $10 und $30, die du da gewinnen kannst. Aber die Arcade-Games sind nicht alles, die da rauskommen. Es sind eben auch 3 andere Blockchain-Spiele, die gerade in der Entwicklung sind. Und die möchten natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit bringen. Und deswegen haben sie gesagt, wir wollen mit KSB TV zusammenarbeiten. Und die haben ein Cruise-Ticket erworben. Und dieses Cruise-Ticket wollen sie jetzt rausgeben an euch da draußen, an die Community. Und wenn du von der Hex Cruise vielleicht schon gehört hast, aber gemerkt hast, oh Mann, jetzt sind die Tickets ja doch schon ganz schön teuer geworden, jetzt kannst du ein gratis Ticket gewinnen.
Schau mal einfach auf KSB-TV vorbei, guck dir dieses Video hier an und in diesem Video erklären wir ganz genau, was du machen kannst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen und dass du selber auch auf die Cruise kommst. Wenn du aktiv bist in dem Telegram, wenn du die Spiele spielst, diese Arcade-Spiele in deren Telegram, dann bekommst du Punkte und diese Punkte führen dazu, dass du halt ein Ticket für die Hex Cruise gewinnen kannst. Hier habe ich nochmal Pulse Games aufgezeigt, denn mit denen habe ich in 3 Stunden einen Stream. Die haben jetzt auch gerade einen Sacrifice offen und das ist natürlich kein Endorsement für euch, dass ihr zu Pulse Games gehen sollt und alles euer Geld in den Sacrifice schmeißen sollt. Nein, das ist nicht das, was ich sage, aber wir haben eben Community-Members, die großartige Projekte machen, wie eben zum Beispiel Pulse Games, die versuchen, andere Communities, nicht nur einzelne Personen, andere Communities zu Hex zu bringen. Und ich glaube, das kann dann eben zu einer sehr guten Adoption in der Zukunft führen. Alright, ich glaube, das war es dann hier auch mit meinen Tabs, die ich hier aufgearbeitet habe für euch. Wir bringen den Screenshare nochmal einmal runter und gehen jetzt durch eure Fragen, durch den Chat ein bisschen durch. Ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, deswegen schreibt mir mal in die Kommentare rein, was so euch auf dem Herzen liegt. Und ich sehe schon sehr, sehr viele Kommentare zu, was der Preis in der Zukunft sein könnte. Und ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden. Ich bin sehr aufgeregt auf Pulsechain, auf PulseX, auf das neue All-Time-High zu Hex. Ich glaube, wir können easy $7 erreichen und noch darüber hinausschießen, denn ich sehe gerade, dass sich das Marktsentiment wirklich geändert hat zwischen, es war eine Zeit, dafür kann ich nochmal ganz schnell den Screenshare hochbringen. Kleiner Augenblick. Wir gehen hier nochmal zum Hex-Chart. Und so wie wir das auch gerade eben von einem Chat-Teilnehmer gehört haben, vielleicht ist es eine Bulltrap, vielleicht ist es kein Bulltrap, darauf will ich jetzt nicht unbedingt hinaus, aber wo wir dieses Top hier erreicht haben und dann der Preis erstmal gefallen ist, das erste Mal, das zweite Mal und irgendwann ist der Preis eben so tief runtergegangen, dass die Leute gesagt haben, Richard Hart ist ein Scammer. Der hat hier Versprechungen gemacht mit Pulsechain, dass es rauskommt, hat über 1 Milliarde Dollar eingenommen. Und hat jetzt eben nicht abgeliefert. Seit 2 Jahren warten wir auf Pulsechain. Richard Hart ist ein Scammer, das wurde immer wieder gesagt. Und so hat sich die Marktlage, die Wahrnehmung von Richard Hart total geändert in den letzten 11 Monaten, richtig? Und das sehe ich jetzt gerade, ändert sich wieder. Wir haben eben die großen Namen, die über Richard Hart reden, die auf Pulsechain aufmerksam machen und Richard Hart wird immer weniger als Scammer angesehen. Und gerade wenn wir dann solche schönen, schönen grünen Candles haben, wie ihr das hier gerade seht, dann führt das natürlich, dass die Leute immer mehr aufgeregt werden. Wenn so jemand wie Ivan und Dech sagt, Pulsechain geht bald los und ich habe selber auch gesacrificed, ja, dann können wir zu $7 und darüber hinaus schießen. Das ist meine Meinung dazu. Und jetzt schaue ich mir nochmal den Chat an. Und da werde ich bestimmt viele neue Zahlen von euch sehen, was und wie hoch Hex wirklich steigen kann in der Zukunft. Statement zum Hedron Pump. Ich glaube, Hedron ist ein Leverage Play zu Hex. Und wenn Hex steigt, dann steigt Hedron umso mehr. Wird PulseX Pulse überholen? Ich glaube, kurzfristig wird Pulsechain ausperformen, aber langfristig wird eben PulseX den gesamten Markt outperformen. Meiner Meinung nach dazu, weil mehr Leute für PulseX gesacrificed haben, da waren einfach mehr Augen gerichtet auf die Sacrificer hier und deswegen, wenn du erstmal für einen Coin gesacrificed hast und dann 2 Jahre lang wartest, dann bist du ein sehr großer Fan davon und vor allen Dingen in PulseX haben wir die Buy and Burn, in PulseX haben wir diese unglaublich coole Exchange, die meiste Liquidität auf Pulsechain hat und es gibt immer wieder das Narrative, dass eine Exchange auf dem Netzwerk niemals outperformen kann. Das haben wir in der Vergangenheit eben noch nicht gesehen, aber ich glaube, jetzt werden wir das allererste Mal mit PulseX sehen. Denn Uniswap-Token, SushiSwap-Token und all eben diese Token, die dezentrale Exchanges darstellen, das sind alle inflationäre Coins und PulseX ist eben ein deflationärer Coin. 85% Abbott. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Pulsechain ist besser als PulseX. Warum sagst du das? Das würde mich mal sehr interessieren, denn ich habe gerade eben schon gesagt, dass mehr Leute für PulseX gesacrificed haben. Es liegt einfach nur daran, dass
immer mehr Leute auf das Richard Hart Ökosystem aufmerksam geworden sind. Den Pulse Chain Sacrifice gab es vorher, den Pulse X Sacrifice danach und deswegen einfach mehr Augen auf Pulse X, mehr Leute dafür Sacrifice. Das haben die Leute dann ins Herz geschlossen und ich glaube, gerade eben wegen den Tokenomics wie die Buy and Burn und dass wir die größte Liquidität auf diesem Netzwerk haben, das kann dann dazu führen, dass Pulse X extrem gut performen kann. Die Zeit wird zeigen, das glaube ich eben auch, darauf müssen wir warten. Du vergleichst Ethereum mit Uniswap. Ethereum ist das Netzwerk, Uniswap ist die DEX auf dem Netzwerk, genauso wie PulseChain das Netzwerk ist und PulseX das, die Exchange auf diesem Netzwerk. Und deswegen kann man das, glaube ich, ziemlich gut vergleichen. Der einzige Unterschied ist, dass Uniswap sehr inflationär ist und PulseX eben deflationär. Und noch die beiden Burner hat und eine richtige gute Community hat von dem Start und so weiter und so fort. Du vergleichst PulseX mit Uniswap, SushiSwap und PancakeSwap. Genau, das kann man, denke ich, ziemlich gut vergleichen. Wird es denn auch nach dem Fork verdoppelt auf der Pulse-Chain? Ja, das wird es. Es ist ein ERC-20-Token und deswegen wird es auch gedoppelt. L1 versus L2. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst, denn Ethereum ist ein Layer 1. Genauso wird Pulse-Chain ein Layer 1 sein. Warum wartest du 2 Jahre, Abbott? Pulse ist von Juni 2021. Ja, aber seitdem wir das erste Mal die Ankündigung gehabt haben von Richard Hart und wir haben unsere, und natürlich ballpark ich das hier ein bisschen, und auf unserer Tour haben wir schon ein Pulse-Chain-Auto gerappt, richtig? Haben ein Auto in Pulse-Chain-Colors gemacht und sind damit umhergefahren. Also wir mit der 5555-Tour waren einer der ersten, die wirklich die Augen auf Pulse-Chain gerichtet haben. Und wenn du es ein bisschen ballparks die Nummer, dann sind das schon fast 2 Jahre, die wir warten. Glaubst du, dass Hedron und Icosa weiter mit HRX zusammenpumpt in der Zukunft? Ja, ich glaube, dass Hedron und Icosa immer pumpen wird, wenn auch Hex pumpt. Und ich glaube, dass Hedron und Icosa ein Leverage-Play ist zu Hex und vielleicht sogar Hex outperformen kann kurzfristig. Langfristig wissen wir das natürlich nicht. $3 bis $5, ja, die Range kann ich durchaus sehen. Ich frage mich eben, warum sollte der Preis dann Stopp machen, wenn wir bei $5 erreicht sind, wenn wir bei $7 erreicht sind? Ich glaube, dass wir eben auch höher steigen können als das. Die einzige Frage ist, in welchem Zeithorizont, aber ich gehe davon aus, dass du einfach den nächsten Bullmarkt meinst, richtig? Also zumindest ist das, was ich immer rede. Sandy hier ein bisschen konservativer mit $1.5. $1.5 bin ich der Meinung, wäre auch überhaupt gar nicht schlecht. Lass uns nochmal hier zurückzugehen zu unserem Preischart und hier gehe ich bis zu $1.5 hoch und dann sehen wir mal, wie viele Prozent, wie viel X wären das denn? Sagen wir mal vom heutigen Preis. Normalerweise geht man mal vom All-Time-Low, aber wir sagen mal vom heutigen Preis bis $1.5, das sind immer noch 3.200%. Extrem gut. Würde ich auch mit zufrieden sein, aber ich glaube eben, wie gesagt, dass wir zu den $7-Hex gehen können. Bandit sagt, Abbott, wir lieben dich. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Matty in the House, jede Woche ein Tweet von RH für die nächsten 4 Wochen mit einem Update, danach V3 für 4 Wochen, dann Ankündigung Pulse Launch im April, Hex bei 50 Cent, $1 bei Launch, das wäre perfekt, Matty. Genau diese Reihenfolge der Ereignisse sehe ich auch, die Preise sehe ich auch, aber ich glaube eben, dass wenn dann Pulse Chain erstmal draußen ist, wenn der Bullenmarkt wieder da ist, dann PulseX irgendwann outperformt, wo werden denn dann die gesamten Gewinne hingehen? Denn auf der 5555-Tour habe ich schon mit allen Hexagons geredet oder wenn ich jetzt all diese Interviews mache mit den Leuten im Green Room, reden wir natürlich darüber, hey, was machst du mit deinen Gewinnen? Wo steckst du die hin? Und wir kommen immer wieder zurück zum Zinseszinseffekt in Hex, dass das wirklich das allerstärkste Tool für uns ist, um Wohlstand für die nächsten Generationen aufzubauen. Und ich glaube, dass Hex das Baby ist von Richard Hart und er möchte, dass das der Coin ist, der am allerbesten performt in der ganzen Welt, der bessere Bitcoin ist. Und so wie Bitcoin 70.000 auf den Wert von 70.000 gestiegen ist, glaube ich, möchte Richard Hart mit Hex auch eben so eine schöne Zahl erreichen. Pullchain Baby, Diamond, absolut. Ein Stream mit Dennis Corray wäre echt geil. Durch ihn bin ich auf Hex gekommen. Das ist natürlich extrem cool. Dennis Corray, ich folge ihm bei Instagram und wir liken immer wieder mal unsere Stories. Und ja, ich glaube, der Dennis Corray ist extrem viel am Arbeiten auch. Ich weiß gar nicht, was er gerade so macht. Aber das letzte Mal, wo ich von ihm gehört habe, war er am Reisen. Und deswegen
Ich kann es mal versuchen, in Angriff zu nehmen. Wir sind Vorsicht, aber irgendwann knallt er hoch. Daran glaube ich auch. Sandy, genau daran glaube ich eben auch. Ivan wird unsere Bags pumpen zu 100%. Im Prinzip wird er seine eigenen Bags pumpen. Er hat, jede Person auf der ganzen Welt hat Eigeninteressen und das müsst ihr auf jeden Fall verstehen. Und er, wenn er Sacrifice hat, dann wird er darüber reden. Und ich glaube eben, dass nicht nur er gesacrificed hat, sondern alle großen Namen im Crypto-Space. Denn sie haben Hex verpasst, sie haben nicht in Hex investiert und den Adaption Amplifier genutzt, um Hex zu akkumulieren. Aber bei den Sacrifices haben sie mit Sicherheit mitgenommen. CoinMarketCap sind, da stimme ich dir zu. Ja, die Kommentare im Video von März 2020 war schon krass bei Dennis und Richard. Absolut. Dennis, sein YouTube-Kanal war ja für ein paar Monate gesperrt, als er über das SEC von PulseX ein Video gedreht hatte. Woran das liegt, dass die YouTube-Videos runtergenommen werden oder die Kanäle gesperrt werden, das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Wir leben leider in einer Zeit der Zensur und man kann heutzutage nicht mehr irgendetwas sagen, um und wird von irgendjemandem nicht attackiert oder von den Plattformen runtergenommen. Selbst Your Reader hat jetzt gerade eine Nachricht bekommen von TikTok, dass sie schon 2 Strikes hatte und beim nächsten Strike wird sie in den TikTok-Knast geschmissen und kann dann für einen Monat nicht mehr zu TikTok rein. Das wäre schade. SBF-Scammer, absolut. Und wer hätte das gedacht? All die großen Namen in Crypto-Space haben FTX promoted und selbst, und ich habe da so eine Werbung gesehen, selbst Shaquille O'Neal, Brady, richtig, der größte Football-Player, einer der besten Basketball-Player, die gesamten großen Namen haben FTX promoted. Warum? Weil sie natürlich Geld bekommen haben von den FTX und dann haben die alle ihre Zuschauer in, wie sagt man das, in den Totalverlust geführt. Denn alle Leute, die ihre Gelder auf FTX hatten und nichts von den First Principles of Crypto wussten, dass man Self-Custody über die Coins haben sollen, ja, die haben dann einfach alles verloren. Sehr, sehr schade. Und wenn diese Leute eben in Hex geonboardet worden wären, dann wären wir vielleicht ja heute anders dastehen. Nicht nur vom Hexpreis, sondern ich meine wirklich von der Kryptosituation. 2024 oder 2025 Bitcoin Allzeithoch. Ich glaube, 2024 haben wir das Halving bei Bitcoin und dann dauert es immer noch mal ein bisschen, bis Bitcoin ein neues All-Time-High findet. Deswegen sage ich in der Mitte von 2024, im Juni 2024 bis Anfang 2025, so in diesem Zeitraum sehe ich das nächste All-Time-High für Bitcoin. Und wo wird das sein? Ich glaube, das wird sein bei 100.000. Das heißt, das letzte All-Time-High war bei 70.000. Dann wird das nächste sein bei 100.000. Das ist ein guter Gain von 30%. Herzlichen Glückwunsch, wenn du Bitcoin kaufst. Jetzt sind alle über 7 Dollar und weiter. Haha, geil. Bulltrap 100%. Miss Angenauen, du musst verstehen, dass ich nur ein ganz kleiner YouTuber bin. Hier schauen gerade 40 Leute nach. Ich mache das schon seit 3 Jahren. Es schauen nicht so viele Leute meinen Kanal. Deswegen brauchen wir, glaube ich, keine Angst davon haben, dass ich den Markt so stark beeinflusse, dass ich jetzt der Indikator dafür bin, dass es hier eine Bulltrap ist. Aber wie Krypto nun mal ist, du kannst durchaus recht haben. Und wir gehen jetzt erstmal runter. Wir könnten den Krieg in der Ukraine haben, der noch lange, lange angehen könnte. Wir könnten von der DOJ wirklich Krypto reguliert werden in Amerika, auf der ganzen Welt könnten wir Regularien im Kryptomarkt haben. Das würde dann vielleicht dazu führen, dass wir 11K in Prey im Bitcoin sehen und dass das hier ein Bulltrap sein könnte. Und all diese Leute, die jetzt eben noch kein Krypto gekauft haben, noch keinen Hex gekauft haben, ich glaube, die könnten sich dann extrem auf diese Bulltrap freuen. Denn wenn du noch nicht in Krypto investiert hast, dann bist du noch nicht runtergezogen worden, wie ich zum Beispiel, von den 96% im Minus. Und du kannst jetzt deine neue finanzielle Energie dafür benutzen, um eben so günstige Preise in Hex einzukaufen und dann Generationswohlstand aufzubauen für dich und deine Familie. Dass er Pulse und PulseX noch nicht rausgebracht hat, hat er viele von großen Verlusten bewahrt. Tax-Problematik, auch ein Thema. Wolle 77, da hast du absolut recht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Richard Hart das alles extra gemacht hat. Ich glaube, dass der Ethereum 2.0 Fork nicht das Update rausgekommen ist und damit hat natürlich wirklich keiner gerechnet. So wie Richard Hart kein Datum für Software rausgeben kann, genauso hat es ja auch ewig lange gedauert für Ethereum, dass die mal ihre Sachen rausgebracht haben. Und wirklich keiner hätte gedacht, dass Ethereum 2.0 rausgekommen ist. Und dann mit einem neuen Ethereum hat Richard Hart darauf reagiert und eben
dieses Produkt geforkt und nicht BSC. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir unsere Punkte, unser Geld, das wir gesackt haben, das hat uns Punkte gegeben und diese Punkte sind eben nicht im Wert gefallen. Also da kann ich dir auf jeden Fall ein bisschen recht geben. $1 kann er steigen. Hedon ist der Charger für Hex, sehe ich genauso. Ich bin da andere Meinung als der KSB-Bär zum Beispiel. Der sagt, dass Hex Hedron ausperformen wird. Aber ich glaube, dass Hedron eben Hex kurzfristig auch ausperformen kann. Und vielleicht können wir uns ja mal den Chart von Hedron anschauen. Kleinen Augenblick. Wo gehen wir da am besten hin? Zu Dex Greener gehe ich da. Meine Favoritenseite, wenn es dazu kommt, mir die Charts und so weiter anzuschauen. Bringen wir den Screenshare mal hoch hier. Zu meiner Watchlist. Hex Hedron hier sehr, sehr gut performt in den letzten Tagen bei einigen Nullen und 24. Und wir schauen uns mal das lokale Low von Hedron an. Das war hier am 31. Dezember. Bis zum lokalen High sind das 155% gewesen. Und wir, glaube ich, haben das schon bei Hex gesehen. Bei Hex ist es so ähnlich gewesen, aber in einem kürzeren Zeitraum, richtig? Aber ich glaube, da sind wir auch irgendwie auf 180. Ja, Hex ist ein bisschen höher gestiegen. Hex hat vom lokalen Low bis zum lokalen High 191% gemacht und Hedron eben 155%. Also meine Aussage, die ich gerade gemacht habe, noch nicht eingetroffen, noch nicht wahr. Aber die Coins sind alle so nah aneinander. Nur wenn du Hex-Stakes hast, nur dann verdienst du Hedron mit diesen Stakes. Du kannst natürlich Hedron auch am Markt kaufen, aber ich würde auf jeden Fall erstmal empfehlen, Hex-Stakes zu machen und die HSI-Stakes vielleicht anzuschauen, also liquide Stakes. Das sind alles sehr, sehr gute Tools, um T-Shares zu akkumulieren. Wenn du da draußen noch nicht weißt, was T-Shares sind, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, zum Krypto-Sparbuch-YouTube-Kanal zu gehen und schau dir das Video Die Power der T-Shares an. Dort erklären wir ganz genau, wie T-Shares funktionieren. Wir brauchen Liquidität, die Pools, alles ist auf PulseX und Buy und Burn wird so sein, wie du sagst, Abbott, 100%. Sobald wir erstmal PulseX haben und die meiste Liquidität auf PulseX da ist und alle Trades wirklich auf PulseX stattfinden, dann wird es sehr, sehr interessant, wie viel täglich gekauft wird. Da mache ich gleich mal eine Beispielrechnung. Und Mr. Angnon sagt schon, PulseX kannst du mit Uniswap vergleichen. Und ich will jetzt nicht unbedingt auf Uniswap gehen und mir die Liquidität dort anschauen, aber im Bärenordach, wir machen es einfach. Wir machen es, ich muss machen, denn wenn ansonsten nehme ich immer nur alte Daten einher und ich will euch natürlich die allerneuesten Daten zeigen, wenn es darum kommt, hier eine Beispielrechnung zu machen. Wie finde ich denn nochmal... Uniswap.info, ich glaube, ist es. Genau. So, ich bin jetzt auf Uniswap.info und wenn wir einmal schauen, wie viel Volumen gibt es hier im Bärenmarkt? 673 Millionen. Und ich glaube, das ist hier auch mal durchaus mehr, wenn wir, jetzt lädt das Ganze natürlich nicht. Es dauert immer ewig, bis das Ganze hier lädt. Hier können wir uns mal anschauen, wie viel Volumen hat Uniswap in den letzten Tagen gemacht. Heute sind wir hier am 29. November, ist der neueste Punkt. Und hier seht ihr schon in den letzten Tagen, das Volumen in 24 Stunden. Perfekt, das ist genau das, worauf ich hinaus will. Ihr seht hier 5 Milliarden Dollar, ihr seht 6 Milliarden Dollar. Das Niedrigste ist hier bei 2 Milliarden Dollar oder bei... eben 650 Millionen, aber ich meine, ich glaube, ihr könnt hier schon ziemlich gut sehen, dass das Durchschnittsvolumen, das Tagesvolumen, was gehandelt wird, was gekauft wird und was verkauft wird, immer so bei 5 bis 6 Millionen Dollar ist. Und wenn Uniswap ähnliche Erfolge haben könnte, wenn nicht vielleicht sogar mehr als Uniswap, dann ist die Rechnung, die wir immer gemacht haben in der Vergangenheit, für 1 Milliarde Dollar an Volumen kauft PulseX, der Smart Contract, 600.000 Dollar vom Markt an PulseX Coins und verbrennt die. Und bei 6 oder bei 7 Milliarden Dollar wäre das halt eben 6 oder 7 Mal so viel. Das heißt, ungefähr 3,5 Millionen Dollar könnten täglich vom PulseX Smart Contract vom Markt gekauft werden und dann verbrannt. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für ein extremer Kaufdruck ist,
wenn der Smart Contract von selbst einfach schaut, okay, da sind jetzt so viele Transaktionen gemacht worden, jede einzelne Transaktion muss eine kleine Gebühr an eine Adresse senden. Ich glaube, es sind 0,029 und davon ein sehr kleiner Teil, die an die Adresse gesendet werden. Und das kann man sich eben ganz ausrechnen. Und das könnte ein Kaufdruck von 3,5 Millionen Dollar am Tag sein. Das ist so wie ein Billionär, der jeden Tag 3,5 Millionen Dollar von deinem Lieblingscoin da draußen kauft. Also ein sehr, sehr starkes Pumpermental, dieses Buy and Burn von PulseX. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich so, so bullish bin auf PulseX. So ein Produkt, wie wir es mit PulseX sehen werden, hat es eben in der Vergangenheit noch nie gegeben, was dann eben auch noch auf dem allerbesten Netzwerk läuft. PulseX wird PulseChain outperformen die ersten zwei Jahre. Ja, durchaus möglich. Aber ich glaube, das wird das, weil das, was ich euch gerade vorgerechnet habe, diese Buy-and-Burn-Function, das wird es erstmal am ersten Tag geben, am zweiten Tag, und das wird ja niemals aufhören. Dieser Smart Contract wird für immer die Transaktionsgebühren an eine Adresse senden und von dieser Adresse dann eben kaufen und zur Nulladresse senden. PulseX kann mit Uniswap vergleichen werden. Ich glaube, das haben wir uns hier schon einmal angeschaut. Ein L1-Pulse-Chain performt besser als L2-PulseX. PulseX ist kein Layer 2, PulseX ist eine dezentrale Exchange auf dem Layer 1. Und Bandit, ja, da hast du recht, in der Vergangenheit war das immer so. Uniswap hat, glaube ich, nicht so viele X gemacht wie Ethereum, aber das liegt daran, dass Uniswap einfach noch nicht so alt ist und nicht so etabliert ist. Und Uniswap ist auch ein inflationärer Coin. Uniswap musste auch sehr viele Vampire-Attacks hernehmen von SushiSwap zum Beispiel, von den anderen Exchanges, wo Liquidität entzogen wurde, richtig? Aber auf PulseX werden wir eine andere Situation haben. Auf PulseX werden wir so viel Liquidität haben, die geharvestet wird von allen anderen Exchanges. Und ich glaube, diesen First-Mover-Advantage von PulseX würde es sehr schwer aufzuholen sein. Und das wird eben dazu führen, dass kein neues Produkt, kein neuer dezentraler Exchange auf PulseChain entstehen wird, die dann in der Konkurrenz steht mit PulseX. Der Name Bankman hat schon alles gesagt. Ja, 100%. Wie bist du aus Deutschland abgewandert? Möchte 25 hier weg. Deutschland ist ein Drecksloch geworden. Ich mag Deutschland immer noch. Ich glaube, dass Deutschland immer noch das beste Land da draußen ist. Nur leider, leider wird man in Deutschland nicht so gut behandelt. Und deswegen sagst du wahrscheinlich diese negativen Worte. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, irgendwann mal nach Deutschland zurückzukehren. Nur gerade jetzt als Nomade fühle ich mich sehr, sehr wohl in der Welt, durch die Welt zu reisen. Deswegen, wie bin ich ausgewandert? Ich habe einfach gesagt, ich kann das darüber mal erzählen. Als ich in Hex eingestiegen bin, hatte ich nicht so viel Geld wie heute. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass Hex irgendwann mal so viel im Wert steigt. Und ich habe mir gedacht, weißt du was? Ich möchte eh schon auswandern mein Leben lang. Ich gehe dann einfach zu Fuß mal bis nach Spanien und dann bin ich dort, da ist das Leben günstiger. Und dann hat Hex irgendwie mir so ein Volumen gemacht vom Portfolio und dachte mir, ach, ich warte noch ein bisschen, dann kann ich mir ein Motorrad kaufen und die Welt wirklich reisen. Dann hatte ich das Geld für ein Motorrad, dann dachte ich mir, na, warte ich noch mal ein bisschen, dann kann ich mir ein Auto kaufen, dann habe ich mehr Equipment, um durch die Welt zu reisen. Und dann hat Hex irgendwann eben auch die Gewinne gemacht, dass ich mir ein Auto kaufen könnte. Und dann habe ich erkannt, hey, warte mal, ich progressioniere ja hier. Ich hätte schon lange auswandern können und hätte alles schon in die Wege einleiten können, denn ich habe meine Hex gestaked, meine T-Shirts arbeiten für mich. Und dann habe ich einfach gesagt, jetzt muss ich es einfach machen. Dann bin ich in den Flieger gestiegen, ab nach Mexiko, nach Acapulco. Dort habe ich Randy Hilarski getroffen und seitdem bin ich halt am Reisen. Taiwan wird noch durch China angegriffen. Oh, ich hoffe nicht. Aber erst 2025, okay, 2025, da ist der Bullenmarkt dann vielleicht schon im Gange und dann beendet das dann den Bullenmarkt, wer weiß. Ich wünsche dir bzw. euch schönen Abend, bis bald, Mr. Anon, schön, dass du dabei warst, vielen, vielen Dank. Hatte Hedron nur für die HSI-Auktion gekauft, war ein Discount gegenüber Hex und dann als HSI-Stake. Wolle, ich glaube, damit hast du alles richtig gemacht. Es kann durchaus Sinn machen, Hedron zu kaufen, um HSI-Stakes in den Auktionen zu erwerben und damit eben sehr günstige T-Shirts zu erwerben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade ein besserer Weg, um T-Shirts zu ergattern, als Hex selber zu staken. Okay, jetzt bin ich überzeugt. Vielen, vielen Dank. Wann kommt PulseX raus? Direkt nach PulseChain. Es kommt zu genau dem gleichen Zeitpunkt raus. Wenn PulseChain rauskommt, ist auch PulseX draußen. Genau, Abbott, der PulseX wird noch richtig krass werden. Absolut.
glaube, dass so etwas wie PulseX noch nicht auf dem Markt gegeben hat. Und mit dem Product Market Fit, den wir haben, mit den Innovationen der Buy and Burn und eben der Community, die mehr für PulseX gesacrificed hat und immer mehr über Richard Hart reden wird. Über Pulse Games habe ich ein bisschen gesprochen. Ich habe über Text and Token heute gesprochen. Das sind andere Projekte, die dann mehr Augen auf Pulsechain richten werden. Und wo werden diese Leute dann kaufen oder verkaufen, wenn sie auf der Pulsechain sind? Eben auf PulseX. Und das wird zu einem extrem guten Buy and Burn führen. Es hieß mal, dass nach V3 Testnet, PublicNet kommen müssen wegen Merge von ETH. Weiß jetzt nicht ganz genau, was du damit meinst. Ich habe immer wieder gehört, dass Leute sagen, vielleicht kommt ja gar kein V3 raus. Vielleicht starten wir mit dem mit Pulsechain einfach sofort. Aber das glaube ich eben nicht. Ich glaube, Richard Hart weiß ganz genau, was er mit solchen Announcements immer wieder macht. Und zwar regt er den Markt an zu kaufen. Dann gibt es ein neues All-Time-Hoch vielleicht nicht, aber grüne Candles. Und ich glaube, deswegen wird er erstmal die Ankündigung machen. Dann wird V3 rauskommen. Dann, wenn V3 rauskommen ist, wird das erstmal eine Zeit lang laufen. Und dann wird eine nächste Ankündigung kommen, dass an diesem Block Pulsechain rauskommt. Und dann gibt es kein Limit mehr nach oben. Wo lebst du gerade? Ich bin gerade in Mexiko. Mexico Race, genauso ist es in Playa del Carmen, wenn man es genauer sehen möchte. Und Playa del Carmen ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag durch Playa del Carmen fahre und am Strand hier links und rechts liege. Ich bin jetzt hier schon 1,5 Stunden mit euch unterwegs. In 1,5 Stunden habe ich den nächsten Stream mit Pulse Games. Die haben ein Ticket erworben für die Hex Cruise und wollen das weiter an euch geben. Das heißt, wenn ihr bei Pulse Games in den Arkaden mitmacht, wenn ihr Punkte sammelt, dann könnt ihr das Ticket gewinnen für die hexcruise.com. Schaut da mal gerne rein. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Gelegenheit, wie ihr an ein gratis Ticket für die Hexcruise kommen könnt für 2 Personen. Und so wie ich das letzte Mal gesehen habe, ich kann mal schauen hier im Telegram-Chat, ich glaube, da sind gerade erst mal 33 Leute sind in diesem Chat dabei. Deswegen gibt da eine extrem gute Chance zu gewinnen. In Pulse Games Arcade Room, da sind 3.700 Members, aber natürlich so viele spielen die Spiele nicht. Und es gibt eben nur 33 Leute, die eben diese Punkte sammeln, um an der Hex Cruise teilzunehmen, um an das Ticket zu gewinnen. Was ist der Unterschied zwischen B-Shares und T-Shares? B-Shares sind 1.000 T-Shares. Es ist einfach nur Shares anders genannt. Ob du das jetzt, ob du jetzt 1.000 B-Shares hast oder ob du ein T-Share hast, ist genau das Gleiche. Bei Hedron, da wird das gesamte Ökosystem nach B-Shares, glaube ich, klassifiziert. Und bei Hex, da sagt man eben T-Shares. Aber eben irgendwann werden so viele T-Shares verbrannt worden sein, dass auch in Hex über B-Shares geredet wird, einfach damit man nicht so große Zahlen nennen muss. Sehr guter Kaffee in Mexiko, Abbott. Ich habe erst vor kurzem wieder angefangen, Kaffee zu trinken und versuche es mir jetzt gerade wieder abzugewöhnen, denn ja, die haben nicht so wirklich den besten Kaffee und auch nicht die besten Kaffeemaschinen. Wie stehst du zum Dropshipping? Ja, ich denke mir, wenn du Dropshipping machst und damit positiv und damit Geld verdienen kannst, dann stehe ich da sehr, sehr gut zu. Denn Dropshipping kannst du auf der ganzen Welt machen. Druck dir ein paar Hex-T-Shirts und biete die als Dropshipping an. Vielleicht kaufen die Hexigans da draußen. Umso bessere Produkte du hast, umso mehr kannst du verdienen. So funktioniert der Kapitalismus. Leute, ich glaube, wir haben hier einen ziemlich guten Stream gehabt. Wir haben mit diesem Stream ein bisschen den Hex-Pump zelebriert. Wir haben uns angeschaut, wo ist das Hoch von Bitcoin, Ethereum und Hex gewesen? Wo ist das Low gewesen? Haben wir einen Button erreicht? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch, was die Zukunft angeht mit Hex, mit Pulsechain, PulseX vor allen Dingen und mit Richard Hart. Und auch wenn wir im Krypto-Sparbuch-Ökosystem jetzt uns immer mehr geöffnet haben mit Pulse Dogecoin, Pulse Bitcoin, mit Zen jetzt auch, mit Hedron, Icosa, Maxi und so weiter, wenn wir uns so weit geöffnet haben, heißt das nicht, dass wir nicht mehr an Richard Hart glauben. Richard Hart ist immer noch die beste Person in Krypto und wird uns zu den meisten Gains im Krypto-Space verhelfen. Und deswegen glaube ich sehr, sehr stark an ihn. Ich glaube, dass Pulsechain demnächst rauskommen wird. Vielleicht 12 Tage, vielleicht ein paar Monate. Spielt für uns keine Rolle, denn wir wissen, es ist die perfekte Zeit im Bärenmarkt zu akkumulieren, die Coins einzusammeln, dass wenn dann der nächste Bullenmarkt da ist und wir uns schön diversifiziert haben in den besten Produkten in Krypto, wir zum finanziellen Reichtum kommen, finanziellen, zur finanziellen Freiheit, das soll ich sagen.
Steven sagt, vielen Dank für den Stream, Abbott. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Über 40 Leute hier am Live-Zuschauen, das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Und das führt dazu, dass ich immer mehr Streams machen werde, eben auch auf deutscher Sprache. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut die hier einmal in die Kommentare von dem Video rein. Schaut euch auch alle Links an, die ich unten in der Videobeschreibung drin habe. Da habe ich einen Call to Action zum Beispiel reingemacht, wo ihr die Richard Hart Videos, die ich erarbeitet habe, selber runterladen könnt und dann selber spreaden könnt, denn das ist die allerbeste Gelegenheit, wie wir den YouTube, TikTok, Instagram-Algorithmus benutzen können, dass die für uns arbeiten und das Wort nach außen richten. Hex auf 15 Cent, wenn RH die Pullchain ankündigt, durchaus möglich. Ich sehe, dass der Preis auch noch höher gehen kann, so wie Bandit sagt, 20 Cent, durchaus möglich. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr alle dabei wart. Ich spiele jetzt meinen nächsten Outro ab und sagt mir mal, was habt ihr, wie fandet ihr das Intro und wie findet ihr das Outro, was ich jetzt abspiele? If you could live forever, would you? Yes. Okay, we're done on the interview. Yes. No, okay, sure, that's an attractive idea. But the way I look at it is the knowledge that I'm going to die that creates the focus that I bring to being alive. The urgency of accomplishment. The need to express love now. Not later. If we live forever, why ever even get out of bed in the morning? Because you always have tomorrow. That's not the kind of life I want to lead. But why, don't you fear not being around? I fear living a life where I could have accomplished something and didn't. That's what I fear. I don't fear death. You don't fear the unknown? I love the unknown. I loved it. You know what I want on my tombstone? My sister has this in her notes, just in case I can't tell anyone after I die. On my tombstone, a quote from Horace Mann, great educator. Be ashamed to die until you have scored some victory for humanity.